Jo, hallo liebes Heer von CryptoTV. Inzwischen ist es dem Zustand des Landes bzw. seiner Wirtschaft entsprechend finster, richtig zappenduster. Der erhellte Monitor hinter mir an der Wand im Kulturzentrum Hallwang bei Salzburg zeigt allerdings mit künstlicher Beleuchtung, dass es auch anders geht. Damit ist schon vorgegeben, wo wir sind. Wir sind heute immer noch am 8. Jänner, nachdem wir heute schon ein bisschen ein Video zu den Bauernprotesten machen konnten. Oder eben auch dem, was nicht passierte beim Generalstreik in Deutschland, was die breite Bevölkerung angeht. Jetzt hier, um uns einen Vortrag von Dr. Markus Krall anzuschauen. Bin sehr gespannt. Wir hatten ja letzthin hier im Ausmaß der Menschheitsfamilie schon einen Vortrag vom Dr. Wolf. Und wir werden diese Serie mit den Salzburg-nahen Terminen weiter verfolgen. Und ja, da werden wir jetzt mal reingehen. Der Roman freut sich, weil da wird es dann wieder wärmer. Und ja, später werden wir dann ein bisschen schauen, was uns der Vortrag mit auf den Weg gegeben hat. Ich gehe da jetzt einmal rein und der Roman schaltet wieder ein, wenn der Vortrag beginnt und somit was Spannendes Ich folge passiert. Ihnen. Und auch sehr richtig. Das habe ich mir nicht gemerkt. Am heutigen Tag der Bauernproteste freut es mich nur noch viel mehr. Wir waren ja gestern auch schon in Tirol unterwegs, aber dass der Herr Dr. Markus Krall heute bei uns ist und uns zu sehr vielen spannenden Themen auf ganz persönliche Art und Weise, ja, diese Hardcore-Themen der letzten Jahre ein bisschen näher bringen wird. Herzlich willkommen. Danke. Grüßung, guten Abend zusammen. Ja, in Salzburg ist man immer gern, wenn man da rausschaut, diese Winterlandschaft, ja, ein Traum, ja, ganz ohne Klimawandel. Und ja, ich komme jetzt nicht direkt aus Deutschland, ich komme eigentlich aus Spanien hierher geflogen. Und erst morgen bin ich wieder in Deutschland. Aber ich kann Ihnen sagen, Deutschland ist eine ganz interessante Sache zurzeit. Deutschland, als ich vorhin so durch meinen Twitter-Account durchgeblättert bin, was ich so eins, zweimal am Tag tun muss, weil man muss ja aktiv bleiben, da ist mir eine kleine Geschichte da auf den Weg gelaufen, die muss ich jetzt einfach heute Abend direkt zum Besten geben. Eine Geschichte über Habeck und Scholz, die auf Tour sind. Ja, und sie besuchen sie im Kindergarten und dann fragt die Kindergärtnerin, ach, es wäre doch super, wenn wir für die Kinder so ein kleines Gummiplanschbecken hätten. Ja, und das kostet irgendwie 200 Euro, kriegen wir dann Zuschuss von der Bundesregierung, sagt der Scholz. Nee, also zwei Plüschtiere und das war's, für mehr haben wir kein Geld mehr. Ja, gehen Sie wieder, als nächstes besuchen Sie das Gefängnis und dann kommt der Gefängnisdirektor und der Scholz beugt sich rüber zu ihm und meint, möchten Sie gerne einen Pool, 50 mal 50 Meter mit allem drum und dran, Sprungbrett, Schnick, Schnack? Der Gefängnisdirektor sagt, ja, super, ja klar, machen wir. Und dann, als sie wieder gehen, sagt der Habeck zu ihm, du sag mal, ich dachte, wir haben kein Geld mehr. Sagt der Scholz zu ihm, jetzt pass mal auf. Wenn die ganze Sache hier rum ist, glaubst du, die schicken uns in den Kindergarten? Also ich grüße sozusagen aus dem besten Deutschland, das wir je hatten. Es hat übrigens, heißt es amtlich, glaube ich, das hat unser Bundespräsident letzte Woche gesagt, das beste Deutschland, das wir je hatten. Ja, so gut, dass es Trecker braucht, um die Bundesregierung zur Vernunft zu bringen. Ja, genau wie dieser Witz von dem Otto, den kennen Sie vielleicht noch, der hat ja damals diesen Witz gemacht, wo einer kommt auf den Bauernhof und der kleine Junge sitzt auf dem Trecker und dann fragt ihn einer, wo sind deine Eltern? Und er sagt, ja, vom Trecker überfahren und die ganze Verwandtschaft vom Trecker überfahren. Das ist ja schrecklich, was machst du den ganzen Tag? Ja, Trecker fahren. Das ist jetzt Berlin 2024. Ja. Wo ist denn die Bundesregierung? Ja. Das ist nicht bald vom Trecker überfahren. Ja. Also man braucht in Deutschland Humor. Man braucht definitiv Humor und das liegt daran, dass wir diese politische Klasse haben. Wir tragen sie nur noch mit Humor. Ja. Sie haben ja auch Ihre eigene politische Klasse hier in Österreich, ich weiß, aber ich kenne die natürlich nicht so gut wie unsere eigene. Ja? Aber wenn Sie so durch das Panoptikum des Grauens durchgehen in Deutschland, wer uns da so regiert, was so die
die Civis sind nicht die Gefälschten, die Echten, ja, nicht die Gebärbockten, ja, dann haben Sie schon, da können Sie schon was dazulernen. Also zum Beispiel, wenn Sie schon mal durch die Bundesregierung und die Corona um die Bundesregierung herum, ja, Corona ist ja eigentlich ein Strahlenkranz, ne, so. Die Corona um die Bundesregierung herum, das ist ja so an Gestalten sehen, ja, da haben wir, was haben wir da? Also Scholz angefangen, Scholz, der Respektskanzler, Respekt für dich. Ja? Und dann, also kurz nach den Wahlen, da ging es schon los, dass der Gaspreis ja explodiert ist, weil die Bundesregierung musste ja Russland unbedingt den Energiekrieg erklären, ja? Mit dem Messer zu einer Schießerei gehen. Und ja, vielleicht war es ja auch nur ein Küchenlöffel, ich weiß es nicht. Ja? Und dann war da also ein Unternehmer, der es gerade pleite gemacht hat, weil der Gaspreis dank Herrn Scholz explodiert ist und Herr Scholz hat sich kaputt gemacht. Respekt für ihn. Also das ist überhaupt bemerkenswert. Der Mann hat überhaupt kein Gespür für die Folgen seiner Politik. Die haben alle kein Gespür für die Folgen der Politik. Gar nichts. Null. Ja, das ist eigentlich so etwas wie politischer Autismus, was wir in Deutschland haben. Und Sie kennen ja vielleicht den Unterschied zwischen Herrn Scholz und Herrn Biden. Ja, das ist ganz einfach. Biden kann sich wirklich nicht erinnern. Und dann haben wir eine Außenministerin, ja, deren Versprecher, ja, ob es Versprecher sind, weiß ich nicht, die sind vielleicht Verdenker, ja, die sind einfach legendär. Ja. 360 Grad soll sich Putin drehen, ja, dann hunderttausende Kilometer entfernte Länder, also wir bereisen die Beta-Geuze, ja, dann mal bei den Abu Dhabis mal schnell den Leuten da 100 Tonnen Kerosin auf den Kopf pullern. Das sind alles Dinge, wenn ich morgens in die Zeitung schaue oder aufs Internet, auf die Newspage und nichts davon passiert ist und sie niemandem gerade den Krieg erklärt hat, dann bin ich schon zufrieden mit dem Tag. So bescheiden wird man in Deutschland. Dann haben wir Herrn Habeck. Herr Habeck will jetzt nicht mehr Kinderbuchautor genannt werden. Da hat er recht. Ist auch nur Kinderbuch-Co-Autor gewesen. Ja. Und ja, also Habeck ist sowieso eine sehr spezielle Figur. Das ist also der Kommentar meiner Frau zu Habeck, als sie das erste Mal den auf dem Plakat gesehen hat, also der sieht nach Mundgeruch aus. Ja. Und dann haben wir also Frau Lang, die zarteste Fee, die je den deutschen Politikbetrieb betreten hat, ja, mit 27 völlig ohne Ausbildung, in ihrer Begleitung öfters der etwas schmaler geratene Kevin Kühnert, ja, der Mann, der also auch jede Ausbildung abgebrochen hat, die er hier hatte, er ist jetzt Generalsekretär, Tomaric Generalsekretärski würde man in Russland wahrscheinlich sagen, der SPD, der einstmals stolzen Sozialdemokratie dieses Landes und in dieser Funktion mit ganzen 2 Jahren Callcenter-Erfahrung, das ist die gesamte Berufserfahrung, die der Mann hat, verdient er 500.000 Euro und kann darüber kontemplieren, BMW zu enteignen. Ja, das ist, oder eine Erbschaftssteuer zu finden. Neulich hat er vorgeschlagen, eine Grunderbe einzuführen für jeden. Also, dass jeder, der 18 wird, auch die Zugereisten idealerweise, wenn er 18 wird, erstmal 60.000 Euro vom Staat kriegt, so als Grunderbe, und finanziert werden soll es aus einer Erbschaftssteuer. Ja? Und dann habe ich da drauf geschrieben, ja, ich finde das eine tolle Idee, aber ich bin auch irgendwann mal 18 geworden und wenn ich damals das gekriegt hätte und es festverzinslich angelegt hätte, dann habt ihr jetzt eine Nachzahlung zu leisten, 600.000 Euro bitte. Ja, also so einen normalen Zinssatz natürlich, nicht irgendwie zum richtigen Zinssatz verzinst. Ja, aber da habe ich keine Reaktion drauf gekriegt. Und also sie gehen durch diese ganze Bundesregierung durch und sie stellen einfach fest, diese Leute haben keine Ausbildung, hatten nie vorher einen richtigen Job. In der Regel haben sie ihren CV gezinkt, also Frau Baerbock zum Beispiel, angeblich hat sie ja an der London School of Economics Völkerrecht studiert, also, weil sie kommt vom Völkerrecht her. Daraus hat der deutsche Volksmund gemacht, sie kommt vom Völkerball her. Ja? Also sie kommt vom Völkerrecht her und wenn Sie die Frau Englisch reden hören und sich dann versuchen vorzustellen, dass sie an einer englischen Universität Völkerrecht studiert haben soll, das kriegen sie einfach im Kopf nicht übereinander. Das geht ja nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. So, diese politische Klasse, die hat sich jetzt angewöhnt, zu denken, dass sie intelligenter ist als alle anderen. Also, die kommt durch eine negative Auswahl zustande. Das ist ein ökonomischer Effekt. Und jetzt wird es wieder ernst, meine Damen und Herren. Der Ernst der Lage ist ein Institutionenproblem der Bundesrepublik. Deutschland insbesondere, haben auch andere Länder, aber nicht so stark wie bei uns. Warum ist das so? Weil das Bezahlschema unserer Politiker ist so, dass sie als Bundestagsabgeordneter 5-mal so viel verdienen wie der Durchschnittsdeutsche. Sie müssen aber nichts können, wenn sie das werden wollen. Sie müssen noch nicht mal ihre Wähler überzeugen. Sie müssen noch nicht mal gut reden können. Noch nicht mal das müssen sie können.
Sie müssen nur auf dem Parteitag die richtigen Freunde um sich herum versammelt haben, um eine Mehrheit dazu organisieren, wie auch immer Sie das hinkriegen. Ob das Bestechung ist oder ob Sie, was weiß ich, sich irgendwo hingelegt haben oder was, ist völlig egal. Sie können also Bundestagsabgeordnete werden oder Abgeordnete oder Ens oder wie das heutzutage heißt. Ja? Und da verdienen Sie fünfmal so viel wie der Durchschnittsdeutsche, müssen also nichts können. Das heißt, wenn Sie scheitern im Leben, wenn Sie nichts können, dann ist der beste Weg, ein überdurchschnittliches Einkommen zu erzielen, in die Politik zu gehen. Und das passiert. Das hat sich jetzt über 50, 60, 70 Jahre hat sich das jetzt akkumuliert. Und dann wollen Sie natürlich, wenn Sie in die Politik gehen, Ihre politische Karriere auch nicht beenden. Das ist klar. Und wie beenden Sie sie am besten nicht? Indem Sie stromlinienförmig sind. Sie dürfen kein Rückgrat haben. Wenn Sie nämlich irgendwann mal gegen die Parteispitze stimmen, dann fallen Sie aus der Liste raus und dann ist die politische Karriere zu Ende. Das heißt, Sie müssen Minderleister sein, also eigentlich minder bemittelt, ist noch besser, und Sie dürfen kein Rückgrat haben. Rückgratlos und minder bemittelt, das müssen Sie sein, dann haben Sie die besten Karriereaussichten in der deutschen Politik. Und jetzt, nach 50 Jahren dieses Prozesses, haben sich so viele da angesammelt, die so sind, dass die jetzt eine Wagenburg gegründet haben. Das heißt also, die Mehrheit der deutschen Politik besteht jetzt aus solchen Leuten, und die haben jetzt eine Wagenburg gebaut und die sorgen mit ihrer Mehrheit dafür, dass keiner mehr reinkommt, der intelligent ist. Weil der könnte ihnen gefährlich werden. Und das ist jetzt nicht zu machen, weil das Ergebnis ist, dass der Durchschnitt unserer politischen Klasse weniger intelligent ist als der Durchschnitt der Bürger. Und da kommt es jetzt zum Schwur, weil diese Politiker, umso weniger intelligent sie sind, für umso intelligenter halten sie sich. Ja? Ich glaube, Mark Twain hat mal gesagt, nichts ist so gerecht verteilt wie die Intelligenz. Alle glauben, sie hätten genug davon. Ja? Und umso weniger einer hat, umso mehr glaubt er davon zu haben. Das heißt, die Arroganz der Macht und die Anmaßung des Wissens dieser Politik, die ist also umso größer, je weniger die wissen. Und jetzt kommt also diese Kernfrage. Wir nehmen also jetzt mehr als die Hälfte des Bruttosozialprodukts den Bürgern weg, die intelligenter sind als die Politiker, geben es den Politikern, die weniger intelligent sind, und erwarten dann, dass sie was damit machen, was intelligenter ist als das, was die Bürger damit gemacht hätten. Und das ist die Grundkrankheit unseres Gemeinwesens. Genau das. Und diese Sache, die hat natürlich jetzt noch eine Kopfkrankheitsgeschichte. Oder? Weil wenn Sie lang genug den intellektuellen Abstieg gemacht haben, wenn Sie lang genug diese Treppe von oben gekehrt haben, dann kommen Sie irgendwann unten im Keller an. Und unten im Keller, da findet die Party statt. Und zwar die Party der Durchgeknallten. Das ist das, was Sie hier sehen. Narrenschiff Deutschland. Franz Josef Strauß hat in einer berühmten Rede, ich glaube 1986 oder 87 mal gesagt, auf dem Narrenschiff ein Grüner und ein Roter das Kommando übernehmen, dann sind 40 Jahre Aufbauarbeit, die wir in Deutschland geleistet haben, sind für die Katz gewesen und die Zukunft der Kinder und Enkel ist ungewiss. Das ist einfach unglaublich prophetisch gewesen, was er damals gesagt hat. Das ist das Narrenschiff Deutschland. Und das Narrenschiff Deutschland ist so weit degeneriert, also alle anderen machen das in gewissem Maße auch Österreich. Aber die Deutschen, sie kennen die Deutschen. Ich meine, ich kenne sie auch, ich bin einer. Die machen es immer besonders gründlich. Das ist wie bei den Gesetzen. Gesetze werden in Italien erfunden, in Österreich verstanden und in Deutschland befolgt. Und so ist es da. Ja? Und jetzt gehen wir also her und machen das besonders gründlich. Die Kopfkrankheit des Westens, die Dekadenz unserer Zivilisation, die wird dort besonders gründlich gelebt. Und ich habe das an anderer Stelle auch schon einmal wieder hervorgekramt, dieses Nordkorea-Beispiel, dieses wunderschöne Nordkorea-Beispiel, wo auf der Webseite der Demokratischen Volksrepublik Nordkorea, das muss ein sehr schönes Land sein, ich war noch nicht dort, aber wenn man so die Webseite liest, muss fantastisch sein, ja, beherrscht von einer Dynastie von Menschenfreunden seit drei Generationen. Und da stand, das habe ich also herausgefunden, dass der mittlere von den dreien sich nie der Profanität des Studiums beugen musste. Weil ihm fehlt das entsprechende Organ. Ja, er hat es gar nicht. Weil Halbgötter haben sowas nicht. Richtige Götter auch nicht. Ja? Und ich kann es mittlerweile, also früher habe ich gedacht, wie kann man sowas schreiben? Mittlerweile kann ich es nachvollziehen, denn ich komme aus Deutschland. Ja? Und warum sage ich, ich kann es nachvollziehen, weil ich aus Deutschland komme? Weil wir haben jetzt in Deutschland einen Genderbeauftragten der Bundesregierung, der uns offiziell mit der Autorität dieses Staates mitteilt, dass es Männer mit Gebärmutter und Frauen mit Penis gibt. Ja? Das ist unser Äquivalent zum fehlenden Anus. Ja? Das soll man nur auf Toilette gehen, müssen wir noch selber. Ja? Ansonsten haben sie es jetzt demokratisiert, ja? Dieses Halbgott-Ding. Und wir haben also einen Bundestagsabgeordneten, der sich für eine Frau hält,
Er hält sich für eine Frau und wenn man ihn im Bundestag als Mann anspricht, das hat Frau von Storch getan, dann kriegt man von dem Präsidium des Bundestages eine Strafe aufgepumpt von 1.000 Euro wegen Verletzung der Würde des Hauses. Es war aber keine Verletzung der Würde des Hauses, als dieser Mann sich im Negligé in die Bundestagskantine gesetzt hat. Ja? Also wirklich im Negligé. Also in einer, mit weiblicher Reizwäsche hat der Mann sich also in die Bundestagskantine. Es war keine Verletzung der Würde des Hauses, aber ihn als Mann anzusprechen, war eine Verletzung der Würde des Hauses. Diese Kopfkrankheit zieht sich mittlerweile durch die deutsche Gesellschaft durch, meine Damen und Herren. Ja? Es wäre eigentlich amüsant, wenn man nicht Kinder und Enkelkinder hätte und fürchten müsste, dass irgendwelche Drag Queens den Kindergarten stürmen, was tatsächlich passiert, um dort die Kinder mit ihren etwas perversen Vorstellungen zu indoktrinieren, ja, und früh zu sexualisieren. Also nicht irgendwie 10-Jährige, 12-Jährige, 15-Jährige, 3-Jährige, 4-Jährige. Ja. Da frage ich, was macht bitte eine Drag Queen im Kindergarten meiner Enkeltochter? Ja. Ich habe dann mal zum Besten gegeben, dass wenn sich tatsächlich eine Drag Queen in den Kindergarten meiner Enkeltochter verläuft, ich ihr was abschneide, aber nichts, was nachwächst. Ja. Also, ich bin ja tolerant, ich finde, jeder soll so leben können, wie er will. Aber soll bitte die Tür hinter sich zumachen, wenn es um was Privates geht. Doch das kann man erwarten, ja? dass man so, dass jeder so leben darf, wie man will, aber dass man die Tür hinter sich zumacht bei bestimmten Dingen. Warum denke ich das? Weil ich denke, dass der wahre Liberalismus darin besteht, anderen Menschen das Leben zuzubilligen, das man selber auch nie führen würde. Auch das ist Liberalismus, auch das ist in Ordnung. Das passt sogar mit meiner konservativen Seele zusammen. Aber dass ich es auf die Straße trage und dass ich mich vor Kindern nackt ausziehe, das muss auch mein bestes Leben nicht sein. Also diese Frivolität und dieser Verfall jedem Wertegerüsts, diese Kopfkrankheit, dieses Überbordwerfen von Logik und Wissenschaft, zieht sich also bei uns quer durch. Und egal in welchen Bereich der Politik Sie reingucken, ist es überall der Fall. Also beim Gendern, ja, es gibt halt nun mal keine Männer mit Gebärmutter und Frauen mit Penis. Es gibt keine, tut mir leid, es ist einfach wissenschaftlicher Schwachsinn. Beim Klima bin ich auch nach näherem Studium zur Situation gekommen, dass es keinen menschengemachten, nachgewiesenen Klimawandel gibt. Es gibt noch nicht mal die berechtigte Vermutung. Ich meine, wir haben jetzt gerade in Skandinavien den kältesten Winter des Jahrhunderts. Minus 50 Grad haben wir in Norwegen. Ja? Also das ist irgendwie nicht ganz vereinbar mit der Idee. Aber auch die ganzen Statistiken, was da hingebogen wird und wie man sie manipuliert hat, man kann sich schlau machen. Also auch da, Logik, Wissenschaft werden über Bord geworfen. Wer es aber anzweifelt, wird zum Schwurbler und Leugner erklärt. Corona das Gleiche. Ja? Also ich habe im April 2020 eine Statistik gemacht, die gezeigt hat, dass es eine Korrelation gibt zwischen der angeblichen Sterblichkeit von Corona, die die europäischen Staaten in die Statistik einmelden, und ihrer Staatsverschuldung. Umso höher die Staatsverschuldung, umso höher war die Sterblichkeit. Wir hatten nämlich einen Anreiz, das überzudramatisieren, damit mehr Geld aus Brüssel kommt. Ja, das heißt, die Statistiken haben alle gefälscht. Sie können es eindeutig nachweisen, dass sie gefälscht waren. Ja? Und egal welches Steinchen sie rumdrehen, wo sie auch immer hinschauen, sie finden eine Verweigerung von Logik, von Wissenschaft, von Aufklärung. Überall, in jedem Politikfeld, ganz besonders in der Energie. Also jetzt haben wir das nächste 60 Milliarden Euro Loch im deutschen Haushalt entdeckt, gerade letzte Woche, nachdem wir gerade 60 Milliarden dadurch gestopft haben, dass wir die Bauern auf die Straße getrieben haben und andere auch. Die 60 Milliarden, die jetzt schon wieder fehlen, die fehlen, weil für 60 Milliarden neue Kraftwerke gebaut werden müssen. Und zwar Gaskraftwerke. Weil die Windrädchen und die Solarzellen, die liefern ja den Strom nicht zuverlässig, also müssen wir den gesamten Strom, den wir brauchen, nochmal zusätzlich in Kraftwerken zur Verfügung stellen, die schnell hoch und runter gefahren werden können. Ja, die wir dann aber sobald die Sonne wieder scheint oder der Wind wieder weht, wieder abschalten. Das heißt also, es wird nochmal eine ganz komplette zusätzliche Kraftwerksinfrastruktur muss nochmal gebaut werden, weil jetzt klar ist, dass das mit den Windrädchen und mit den Solaranlagen nicht funktionieren wird. Ja, das funktioniert nicht. Jetzt haben wir also das nächste 60 Milliarden, das übernächste 60 Milliarden noch, das wird auch nur ein paar Monate auf sich warten lassen, meine Damen und Herren, weil dieses 60 Milliarden noch, was wir gerade gestopft haben mit Steuererhöhungen und neuen Steuern, da ist eine neue Plastiksteuer, neue CO2-Steuer ist erhöht worden, eine neue Ticketsteuer für Flugverbindungen ist eingeführt und so weiter. Also jetzt alles mit Steuererhöhungen haben wir jetzt den Leuten wieder aus der Tasche gezogen. Und was haben wir damit erreicht? Dass wir die Wirtschaft noch stärker abwürgen. Ja, die Inflation steigt und die Wirtschaftsleistung geht runter, mit anderen Worten, die Steuerbasis sinkt.
Wenn die Steuerbasis fällt, dann werden auch die Steuereinnahmen fallen. Die 60 Milliarden werden dem jetzt wieder fehlen. Und was machen wir dann? Dann erhöhen wir die Steuer wieder, noch wieder um 60 Milliarden. Wie oft wollen wir es machen? Ja? Also wir drehen uns da im Kreise mit unserer Interventionsspirale in dieser Regierung. Und auch zum Beispiel die ganze Idee, alles elektrifizieren zu wollen. Ja? Wir elektrifizieren den Straßenverkehr, wir elektrifizieren die Heizung der Häuser. Ab minus 18 Grad ist der Bringschluss. Wenn es kälter wird als minus 18 Grad, können Sie das mit den Wärmepumpen vergessen. Die frieren dann ein. Ja? Das ist so wie Erich von Däniken, der vor 2 Tagen einen wunderbaren Tweet abgesetzt hat. Ja, den mag ich ja sowieso, weil ich jung bin. Der hat geschrieben, was haben Elektroautos und Durchfall miteinander gemeinsam? Mit beidem haben sie Angst, es nicht mehr bis nach Hause zu schaffen. Also alles wird elektrifiziert, nur der Bundesregierung in Berlin geht kein Licht auf. Das finde ich auch so wahnsinnig bemerkenswert. So, jetzt habe ich, das war so das vorgeplänkte Narrenschiff Deutschland. Ne? Also sehen Sie sich vor, die Grenze ist ja nicht weit. Ja? Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht noch den Zorn von Herrn Pistorius auf uns herabziehe, ja, weil die Grenze ja so nah ist. Obwohl im Moment müssen Sie militärisch zumindest aus Deutschland nichts befürchten. Ich glaube im Moment, ich habe, ja, nur am Rande sei bemerkt, also wir haben ja unsere ganze Munition jetzt verschenkt. Ja. Und ich habe also neulich mal einen Artikel gelesen über den Grad der Verteidigungsbereitschaft Deutschlands. Für wie lange hat die Bundeswehr Munition, wenn es jetzt knallen würde? Also wenn jetzt wirklich Liechtenstein sich entscheidet einzumarschieren? Ja. 2 Stunden, meine Damen und Herren. Ja. Was ein Glück, dass die Liechtensteiner auf meine Nachfrage Interesse verneint haben. Ich habe neulich in der Schweiz einen Vortrag gehalten, es war auch sehr schön, die Schweizer sind ja sehr freiheitsliebend und da fühle ich mich auch immer sehr wohl, muss ich gestehen. Und dann habe ich also denen den Vorschlag gemacht, doch bitte einzumarschieren und uns zum großen Kanton zu machen und 20 Jahre lang auf Schweizer umzuerziehen. Aber sie meinten, das sei zu teuer. Also, Narrenschiff Deutschland, das Narrenschiff Deutschland ist aber nur begrenzt, wirklich witzig, aber wie gesagt, Man muss mit ein bisschen Humor anfangen, weil sonst halten Sie die nächsten 45 Minuten einfach nicht bei Verstand aus. Ja? Sonst brauchen Sie hinterher entweder einen Arzt oder einen Exorzisten. Ayn Rand hat diesen wunderbaren Satz gesagt. Und nie war er wahrer, das ist viel Kloster Formalistengeist, nie war er so wertvoll wie heute. Ja? Man ist frei, die Realität zu ignorieren. Man ist frei, seinen Verstand von jedem Fokus zu befreien und jeden Weg blind hinabzustolpern, den man möchte. Aber man ist nicht frei, den Abgrund zu vermeiden, den zu sehen, man sich weigert. Ja, da stehen wir heute. Und das Blöde ist, Sie sind zwar nicht Deutschland, aber wenn die Deutschen so richtig auf die Schnauze fallen, dann fallen alle Nachbarländer mit. Wenn Deutschland einen Schnupfen hat, kriegen alle anderen eine Lungenentzündung, bürgerweise. Ja? Und vor allen Dingen haben die Deutschen diese Neigung, wenn ihnen das dann so richtig schlecht geht, irgendwie noch sozusagen irrationaler zu werden, ja? Und dann irgendwie wild um sich zu schlagen. Weil, wie Maggie Thatcher schon zu Recht gesagt hat, die Deutschen, die hat man entweder an den Füßen oder an der Kehle. Ja? Und das scheint im Moment gerade irgendwie zu kippen. So, was ist ökonomisch die Folge dieser Kopfkrankheit, dieser falschen Politik? Ja? Ökonomisch ist es so, dass wir jetzt eine Situation haben, dass die gesamte Welt zum ersten Mal in der Geschichte vor einer Situation steht, die es so noch nie gab. Ja? Sie haben alle diese Kopfkrankheit. Unterschiedliches Maß, aber ein Kern dieser Kopfkrankheit ist die Geldpolitik. Wir leisten uns ein Geld, das kein Geld ist, die Matrix unseres Lebens, wenn Sie so wollen. Warum ist es so? Über 5000 Jahre hat die Menschheit mit Gold bezahlt. Gold war das Geld. Dass wir nicht mehr mit Gold bezahlen, ist eine Sache, die gibt es erst seit 50 Jahren. Wussten Sie das? Vorher haben wir alle mit Gold bezahlt. Ja, bis zum 15. August 1971 gab es den Goldstandard und wo der regierte, ist die Zivilisation, hat sich weiterentwickelt, die Wirtschaft ist gewachsen, die Leute sind wohlhabender, reicher und gesünder geworden. Und seit dem 15. August 1971 haben wir das abgeschafft. Und seitdem segeln wir auf der Schwungmasse des bis dahin akkumulierten Wohlstands daher. Das ist die Wahrheit. Wir glauben immer, dass wir heute zum Beispiel so viel mehr Technologie hätten als 1970. Aber worauf beruht denn zum Beispiel die gesamte Innovation, wenn Sie so einen Computer in der Hand halten oder Ihr Handy? Welche physikalische Entdeckung ist die Basis dieser gesamten Innovation? Hat sich das schon mal jemand gefragt? Die ganze Chipindustrie basiert auf der Quantentechnologie, auf der Quantenmechanik. Ohne die Quantenmechanik können Sie keine Chips machen.
Ja, das Ganze ist auf quantenmechanischer Basis entwickelt. Wann wurde die Quantenmechanik entwickelt? In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ja, also im Grunde genommen segeln wir immer noch auf den wissenschaftlichen Fortschritten von vor 100 Jahren. Und wir haben nicht die Sprünge gemacht, die wir hätten machen können. Im Gegenteil, wir haben seit dieser Zeit, seit wir das Papiergeld eingeführt haben und insbesondere in Europa, seit wir den Euro eingeführt haben, haben wir Verluste an Wohlstand erlitten. Und zwar gewaltige Verluste an Wohlstand. Nehmen Sie Amerika. In Amerika, wenn Sie 50 Jahre zurückgehen, 1970, wie sah da die Welt aus? So einfach mal grob beschrieben. Ohne Zahlen, einfach nur Zustandsbeschreibung. Abends um 5:30 kam Papa von der Arbeit nach Hause mit seinem Gasgasler, der hat 25 Liter auf 50 Kilometer verbraten, aber das hat nichts gemacht. Hat nämlich nichts gekostet. Hat er das von der Auffahrt eines großen Hauses gepflanzt, das Auto. Mama stand schon auf der Treppe und hat ihn freudig erwartet. Das Essen war schon fertig gekocht. Denn Mama hatte sich heute den ganzen Tag, weil sie nicht arbeiten gehen musste, obwohl sie es hätte können, um die drei Kinder gekümmert. Das Auto war bezahlt, das Haus war bezahlt. Die Ausbildung der Kinder kostete an der guten Universität $25.000 nach heutigen Maßstäben, also nach heutigem Geld. Und die Rente war auch einigermaßen gesichert, weil es eine vernünftige Betriebsrente gab. So. Dann haben wir den Goldstandard abgeschafft und 50 Jahre später kommen beide um 8:30 nach Hause in zwei geleasten Hondas in ein Haus, das viel kleiner ist und wo ihre anderthalb Schlüsselkinder schon auf sie warten oder schon ins Bett gegangen sind, weil mehr können sie sich nicht leisten. Die Ausbildung an der Universität, jedes dieser Kinder kostet $250.000 und die Betriebsrente hat irgendeinen Hedgefonds verzockt. Und jetzt sagen Sie mir, wo sind die 300% Wachstum des Bruttosozialprodukts geblieben, die wir angeblich laut Statistik seit 1970 in Amerika hatten. In Europa haben wir das Problem erst 1999 angefangen, als wir die Bundesbank geknebelt und die D-Mark abgeschafft haben und den Euro eingeführt haben. Und seitdem wächst in Europa der Wohlstand nicht mehr. Ich zeige Ihnen gleich nachher am Ende des Vortrags die Statistik, die das beweist. Der Wohlstand ist seit 1999 in Europa nicht gestiegen, nicht ein Millimeter. Und seit 2 Jahren fällt er wie ein Stein, -20% bisher. Und es geht weiter und es wird auch weitergehen. Und zwar deswegen, weil die Grundkrankheit, die wir als Ursache da sehen müssen, unser Papiergeld ist. Und jetzt hat er zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine Situation, dass alle großen Währungsräume, alle großen Wirtschaftsräume, nämlich der Dollarraum, der Euroraum und die Chinesen, alle mit dem gleichen Papiergeldproblem zu kämpfen haben. Dieses Papiergeld ist auch eine Form von Kopfkrankheit, und zwar deswegen, weil es uns eine Realität vorgaukelt, die nicht real ist. Das müssen Sie sich folgendermaßen vorstellen. Jede Entscheidung, die Sie treffen, jede, also außer vielleicht jetzt schnell auf Toilette zu gehen, aber jede Entscheidung, die Sie treffen, ist ökonomischer Natur. Ob Sie was kaufen, ob Sie was verkaufen, ob Sie ein Haus bauen, ob Sie ein Kind kriegen, ob Sie heiraten, ob Sie zur Miete leben oder ob Sie sich das Haus käuflich erwerben, ob Sie Geld sparen oder nicht sparen, ob Sie es investieren, ob Sie Kinder zur Ausbildung an die Uni schicken oder als Handwerker Ihnen eine Ausbildung geben. Jede dieser Entscheidungen ist ökonomischer Natur und jede Entscheidung ökonomischer Natur machen Sie an was fest? An der Annahme, dass 50 Euro heute auch noch 50 Euro morgen sind. Das ist die Grundannahme, die in jeder Ihrer ökonomischen Entscheidungen drinsteckt. Jetzt stellen Sie sich einen Menschen vor, der hat ein Metermaß. Und dieses Metermaß ist 1 Meter lang. Und er hat ein Zimmer, das misst 5 mal 5 Meter. Er geht also dahin und legt dieses Metermaß 5 mal nebeneinander, stellt er fest, die eine Wand ist 5 Meter lang und die andere Wand ist auch 5 Meter lang. Das Zimmer hat also 25 Quadratmeter Fläche, 5 mal 5. 10 Jahre später betritt er sein Zimmer wieder und in den 10 Jahren Zwischenzeit ist der Metermaß auf 50 Zentimeter geschrumpft. Das ist das, was mit dem Euro passiert. Der hat nämlich heute nur noch die halbe Kaufkraft wie vor 25 Jahren. Er legt also den halb so langen Meter dahin und dann stellt er fest, auf jeder Seite passen 10 hin, 10 Meter auf der einen und 10 Meter auf der anderen, 10 mal 10 sind 100. Das Zimmer ist wie durch Wunderhand 100 Quadratmeter groß geworden. Er hat seine Wohnfläche vervierfacht. Das hat ihm übrigens auch der Bundeskanzler bestätigt. Ja, er hat seine Wohnfläche vervierfacht. Er lebt im besten Deutschland aller Zeiten oder im besten Österreich aller Zeiten, weil er hat heute 100 Quadratmeter, wo er vor 25 Jahren nur 25 Quadratmeter zur Verfügung hatte. Sie sehen, das ganze System basiert darauf, dass Ihr Blick auf die Realität systematisch langsam, ganz langsam verzerrt wird. Und wenn Ihnen die EZB sagt,
2% Inflation müssen sein, weil ja sozusagen das ganze Ding geölt werden muss. Sozusagen, weil ja, es muss, die Wirtschaft muss mit Geld versorgt werden und 2% Inflation müssen sein, damit es keine Friktion gibt. Und so sagt es Bullshit. Bullshit ist das, meine Damen und Herren. 2% Inflation pro Jahr heißt, dass man ihnen nach 50 Jahren mehr oder minder alles weggenommen hat. 2 mal 50. Ja? Natürlich habe ich jetzt den Zinseszinseffekt und alles habe ich vernachlässigt, aber letzten Endes läuft es darauf hinaus, ihnen jedes Jahr 2% ihres angesparten Vermögens einfach wegzunehmen und es den Politikern zu geben. Das ist, das ist der Zweck dieses ganzen Dings. Und das Blöde an dieser Sache ist, dass dieses Beraubungssystem, nach dem wir nehmen euch jedes Jahr einen kleinen Betrag weg, instabil ist. Ja, das ist deswegen instabil, weil man das nie so genau ausstellen kann, dass die Inflation genau innerhalb des Korridors sich bewegt, den man da avisiert hat. Entschuldigung. Bitte Nachsicht. Und das bedeutet, dass es dann Unfälle gibt. Und zwar deswegen, weil Krisen da eintreten und dann wird Geld gedruckt und dann springt die Inflation zunächst noch nicht wieder an und dann wird noch mehr Geld gedruckt und irgendwann schießt dann die Inflation davon, weil irgendein externer Effekt, wie zum Beispiel ein Angebotsschock, wie durch die Covid-Politik passiert ist, die Inflation plötzlich explodieren lässt und sich dann die ganze angestaute Inflation entlädt. Das kann aber auch mal nicht bei 10% halten. Und die Wahrheit ist, dass solche Systeme so instabil sind, dass es in den 500 Fällen, in denen man Papiergeldsysteme eingeführt hat, und zwar in den letzten 500 Jahren, also man hat das erste Papiergeld hat man im 11. Jahrhundert entwickelt, aber im 14. Jahrhundert hat Kublai Khan zum ersten Mal das Papiergeld zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht. Marco Polo war ganz begeistert, hat damals von Alchemie geschrieben, es sei wie Papier zu Gold umzuwandeln. Ja? 30 Jahre später ist China in der Hyperinflation so abgesoffen, dass das Reich auseinanderbrach und 100 Jahre Bürgerkrieg erlebt hat. Und seit dieser Zeit, seit Kublai Khan dieses erste Experiment gemacht hat, gab es 500 Papierwährungen. Und keine einzige, nicht eine, überhaupt gar keine, ist älter als 100 Jahre geworden. Jeder einzelne dieser 500 Papierwährungen ist am Ende ihres Lebens in der Hyperinflation explodiert. Und hat das Land, für das es zuständig war, verwüstet, wie es sonst nur ein Krieg schafft. Es ist kein Zufall, dass in der Apokalypse des Johannes die Inflation als dritter apokalyptischer Reiter beschrieben wird. Wenn Sie dieses wunderbare, berühmte, diesen Holzschnitt von Albrecht Dürer sehen, die vier Reiter der Apokalypse, ja, der Tod, der Krieg und der dritte ist dann die Inflation. Ja, und dann erst kommt die Pest. Ja. Also, und die Inflation hat das kräftigste Pferd, die trampelt die Menschheit mit besonderer Wonne nieder. Und keine einzige hat länger als 100 Jahre gelebt. Nicht eine einzige. Sie können sich also empirisch mit hundertprozentiger Sicherheit darauf verlassen, dass auch Ihre Währung nicht älter wird als 100 Jahre. Wenn sie schlecht konstruiert ist, viel weniger. Die meisten Währungen scheitern nach 50 Jahren. Die schlecht konstruierten nach 10 und die ganz schlecht konstruierten nach 3 Jahren. Das Blöde ist allerdings, dass wenn die scheitern, es in der Regel blutig wird. Nehmen Sie beispielsweise die französische Assignateninflation von 1791 bis 1794. Die meisten Leute wissen mit dem Satz Assignateninflation nichts anzufangen, weil es über 200 Jahre her ist. Aber womit Sie alle was anfangen können, ist die Tatsache, dass es 1791 bis 1794 in Frankreich, im revolutionären Frankreich, eine Jakobinerherrschaft gegeben hat. Die Herrschaft des Terrors unter Robespierre. Der übrigens den Terror als Ausfluss der Demokratie bezeichnet hat, nur am Rande bemerkt. Ja? Und in dieser Terrorherrschaft wurde Papiergeld eingeführt, sogenannte Assignaten. Als die eingeführt worden sind, gab es im Nationalkonvent Widerstand, es würde zu Inflation führen und dann hat man die Widerständler als unpatriotisch gebrandmarkt und ihnen mit der Guillotine gedroht und haben sie es dann durchgewunken. Und 6 Monate später, nach Einführung, war Frankreich in der Hyperinflation. Und dann haben sich die Leute geweigert, diese Assignaten anzunehmen. Und dann hat man ein Gesetz gemacht, dass wer sich weigert, die Assignaten anzunehmen, mit dem Tode bestraft wird. Und nicht wenige der Terroropfer der Jakobiner waren in Wahrheit Opfer ihrer Geldpolitik. Die Geldpolitik ist mörderisch, wenn sie erstmal scheitert. Und jetzt haben wir also die Situation, dass alle großen Währungsräume an die Grenzen dessen kommen. Das heißt, die stehen jetzt alle kurz davor, dass es schief geht.
Der Euro steht davor, Sie werden gleich sehen, warum. Der Dollar steht davor, Sie werden gleich sehen, warum. Und die Chinesen stehen auch davor, weil die haben die größte Immobilienblase in der Geschichte der Menschheit produziert. Ein Drittel des chinesischen Bruttosozialprodukts sind Immobilien in einem Immobilienmarkt, den es gar nicht mehr gibt, der nur noch künstlich am Leben erhalten wird, wie so eine Leiche, die man an die Herz-Lungen-Maschine gehängt hat. Ja? Und jetzt ist es so, dass die Frage ist ja, warum haben die denn das alle gemacht? Warum haben die alle Geld gedruckt wie die Weltmeister und insbesondere die Europäer? Warum haben die so viel Geld gedruckt? Sie haben damit die Anmaßung des Wissens der Politik der letzten 25 Jahre bezahlt und akkommodiert. Den ganzen Müll, den sich unsere Politik hat einfallen lassen, all den Unsinn, all den Schwachsinn, den sich Leute einfallen lassen, weil sie keine Ausbildung haben, weil sie irgendwie den Leuten was geben müssen, damit sie wiedergewählt werden, das alles wurde damit finanziert. Und zwar nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt. Und jetzt sind alle Zentralbanken gleichzeitig gefangen zwischen Pest und Cholera. Und diese Pest- und Cholera-Geschichte, die können Sie an ganz wenigen Zahlen festmachen. Es ist nämlich so, dass wenn Sie Geld schaffen, wenn Sie Geld herstellen in unserem Papiergeldsystem, dann stellt sich doch die Frage, wie funktioniert denn das? Die meisten Leute setzen sich nicht damit auseinander. Es lohnt sich aber, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist so, dass wenn Sie ein Papiergeldsystem haben, dann geht die Zentralbank her und druckt dieses Geld erstmal. Wir lassen jetzt mal das Elektronische beiseite, das ist im Prinzip das Gleiche, aber es ist nicht so schön bildhaft zu erklären. Also die Zentralbank bedruckt Banknoten und legt die sich in den Keller. Und die Frage ist, ist es dann Geld? Solange es bei der Zentralbank im Keller liegt, meine Damen und Herren, ist es noch kein Geld. Da ist es nur bedrucktes buntes Papier. Jetzt geht aber die Zentralbank her und gibt das Geld, sagen wir mal 1 Milliarde Euro, an eine Bank oder Sparkasse. Dann wird das Geld in einen Werttransport gepackt und an die Bank gekarrt und die Bank gibt dafür was anderes her, nämlich einen Schuldschein. Ich schicke der Zentralbank einen Brief, da steht drin, ich schulde dir 1 Milliarde. Also hat die Zentralbank der Bank gerade einen Kredit gegeben bei 1 Milliarde, frisch gedrucktes Geld und es entsteht ein Schuldverhältnis. Jemand schuldet der Zentralbank 1 Milliarde. Jetzt geht die Bank her und verleiht diese Milliarde an viele kleine Kreditnehmer, die zahlen es wieder ein auf ein Girokonto irgendwo. Wenn es als Girokonto irgendwo liegt, ist es wieder Geld. Und zwar deswegen, weil sie es mit dem Girokonto genau das tun können, was sie mit Banknoten auch tun können. Das heißt also, wenn die Bank die Milliarde verliehen hat und jemand zahlt sie auf ein anderes Girokonto ein, haben wir schon 2 Milliarden an Geld. Das eine ist die Zentralbankgeldschöpfung und das andere ist die Giralgeldschöpfung. In beiden Situationen entsteht Geld dadurch, dass jemand Schulden macht. Umso mehr Geld da ist, umso mehr Schulden sind auch da. Wir haben aber mit Schulden das Problem, dass wenn die Gesamtmenge an Schulden zu groß wird, dass jemand die Schulden bedienen muss. Irgendwer ist immer der finale Schuldner. Das heißt also, das Problem ist, ich kann zwar so viel Geld drucken, wie ich will, aber ich erzeuge damit Schulden, die bedient werden müssen und verzinst werden müssen. Und wenn ich zu viel Geld habe, dann heißt das, ich habe zu viel Schulden und das heißt, ich habe nicht mehr genug Leute, die da draußen das Geld verdienen, um die Zinsen auf die Schulden zu bezahlen. Und dann kommt die Kiste zum Schwur. Dann wird das gesamte System instabil. Das ist die eingebaute Selbstzerstörung dieses Systems. Und jetzt haben wir weltweit 235.000 Milliarden Euro Schulden. 235.000 Milliarden. Das ist 235 Millionen mal 1 Million. Das ist verdammt viel Geld, meine Damen und Herren. Das Weltbruttosozialprodukt beträgt aber nur 95.000 Milliarden Euro. Also ist der Bestand an Schulden 2,5 mal so groß wie der Bestand an Weltbruttosozialprodukt pro Jahr. Mit anderen Worten, wenn Sie diese Schulden zu normalen Zinsen bedienen würden, dann müssten Sie 10-12, vielleicht sogar 15% des Weltbruttosozialprodukts nur für den Zinsdienst aufwenden. Dass das unmöglich ist, erschließt sich unmittelbar und intuitiv. Es geht gar nicht. Deswegen muss der Zins gesenkt werden auf 0, damit das System nicht kollabiert. Wenn der Zins aber 0 wird, wird der Anreiz, Schulden zu machen, noch größer und diese Schulden dann in irgendwas reinzustecken, wo sich es vielleicht scheinbar vermehrt, auch noch größer. Und deswegen wird immer mehr Geld gedruckt. Und wo fließt es hin? Es fließt nicht in die Produktion und nicht ins Bruttosozialprodukt, sondern es fließt in die spekulativen aufsteigenden Blasen. Die Aktien werden teurer, die Immobilien werden teurer, die Anleihen werden teurer, die Oldtimer werden teurer, die Uhren werden teurer. Und diese aufsteigenden Blasen führen dazu, dass irgendwann mal die Märkte Angst bekommen, weil alles überbewertet ist. Und die Ergebnis von Angst, wenn alles überbewertet ist, ist, dass die Blasen platzen und kollabieren und dass es zur Kapitalmarkt- und Finanzmarktkrise kommt. Wenn es zur Kapitalmarktkrise kommt, meine Damen und Herren, dann passiert was Interessantes.
Dann gehen nämlich die Zentralbanken her und stellen fest, dass die Banken pleite machen. Und die Banken dürfen nicht pleite machen, weil wenn die Banken pleite machen, dann wird Geld vernichtet in großem Stil. Und zwar in so großem Stil, sich vorstellen, wenn Sie mal zum Beispiel eine große Bank in Deutschland, eine der größten in Europa, und die hat über 500 Milliarden Euro Einlagen. Also Leute, die dort ihr Geld angelegt haben in Form von Sparkonten und Anleihen, die die Bank begeben hat. Ja? 500 Milliarden. Wenn die pleite macht, verschwindet dieses Geld. Puff. Das ist genau der umgekehrte Vorgang. Ja? Und wenn dieses Geld verschwindet, dann haben die Leute kein Geld mehr. Sie können nichts mehr ausgeben. Es gibt keine Nachfrage mehr. Die Wirtschaft kollabiert und dann gehen noch mehr Leute pleite. Dann geht die nächste Bank pleite und eine Kettenreaktion kommt in Gang und das Ganze verschwindet in einem schwarzen Loch. Das ist das, was 1929 passiert ist. Ich habe mir neulich ein Buch gekauft über schwarze Löcher, damit ich endlich die deutsche Wirtschaft verstehe. Ja? Und dann kommt also die Rettung. Und wenn die Rettung kommt, wie geht die? Ich brauche dafür Geld, damit ich die Banken retten kann. Ich muss also wieder Geld produzieren, ich muss frisches Geld produzieren, damit die Banken gerettet werden können. Wie funktioniert das? Diesmal ist der Staat mein Kreditnehmer. Der Staat leiht sich von der Zentralbank, natürlich nicht direkt, ist ja verboten laut Maastricht, sondern die Zentralbank druckt das Geld, leiht es dann irgendjemandem da draußen, der es dann an den Staat weiterreicht. Das ist aber vorher schon vereinbart, weil wir wollen ja nicht auf unseren Schulden sitzen bleiben. Ja? Also nimmt der Staat die ganzen Kredite auf. Das war zum Beispiel 2007, 2008, als viele hundert Milliarden gebraucht wurden, um die Banken zu retten. Der Staat hat den Kredit aufgenommen und dann hat er das Geld den Banken gegeben, indem er ein Eigenkapital reingeschossen hat. Er hat also gesagt, ich gebe euch Eigenkapital, dafür kriege ich die ganzen Aktien. Dann hat man die Banken quasi verstaatlicht mit frisch gedrucktem Geld und hat sie auf diese Weise gerettet und dann irgendwie gehofft, dass sich das ganze Ding von selber regulieren würde. Das tut es natürlich nicht, weil wenn ich mehr Geld drucke, dann habe ich mehr Schulden als vorher. Dann wird das Problem größer und nicht kleiner. Und jetzt stehen wir also auf 235.000 Milliarden Euro Schulden weltweit, die Chinesen, die Amerikaner und wir, und balancieren auf dieser Rasierklinge. Und rechts ist die Inflation und links ist die Deflation. Auf einer der beiden Seiten, meine Damen und Herren, müssen wir runterfallen. Es geht gar nicht anders. Und zwar deswegen, weil nur die Inflation oder die Deflation die Schulden beseitigt. Die überschuldete Welt muss entschuldet werden, damit die Krisen aufhören. Solange sie das nicht tut, werden die Krisen größer und dicker und fetter. Also wird es entweder Inflation geben, dann gehen die Schulden dadurch weg, dass viele Nullen dran hängen, aber man nichts mehr dafür kriegt. Wenn Sie 1 Milliarde Euro Schulden haben und 1 Milliarde Euro am Tag verdienen, machen Ihnen die 1 Milliarde gar nichts. Das kann aber nur das Ergebnis von Inflation sein. Oder wir fallen auf der Deflationsseite runter, dann heißt es, die Schulden werden dadurch abgeschafft, dass jemand pleite macht und die Schulden einfach nicht zurückzahlt, dann werden sie abgeschrieben. Also zwei völlig entgegengesetzte Mechanismen führen beide zur Entschuldung. Einen dieser Wege werden wir gehen. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, welchen, aber einen werden wir gehen. Einen dieser Tode werden wir oder die Zentralbank und wir mit ihnen sterben. Und die Zentralbank hasst natürlich beide Vorstellungen. Die will keine Inflation, die explodiert, und sie will keine Deflation, die explodiert. Also balanciert sie auf der Rasierklinge und schleppt sich von Krise zu Krise. Und in jeder Krise, zu der sie sich wieder geschleppt hat, ist die nächste Krise größer als die vorhergehende. Warum? Jedes Mal, wenn sie rettet, produziert sie Geld, pumpt also mehr Geld in das System. Also muss die Blase, die dann aufsteigt, auch größer werden als die vorhergehende. Wenn die Blase, die aufsteigt, größer wird als die vorhergehende, braucht sie bei der nächsten Rettung auch mehr Geld als beim letzten Mal. Und so weiter und so weiter. Und so läuft das Ganze exponentiell. Und jetzt stehen wir also global vor dem Problem. Und gleichzeitig treten wir jetzt ein in eine Konfrontation. Diese Konfrontation ist bekannt als Thukydides-Falle. Ich weiß nicht, ob Ihnen der athenisch-spartanische Krieg, ich glaube im 4. Jahrhundert vor Christus, was sagt. Die beiden waren Rivalen um die Hegemonie in Griechenland. Die Spartaner waren der Hegemon und die Athener wollten es werden. Und dann sind die beiden miteinander in den Krieg gezogen. Und typischerweise, wenn es einen Hegemon gibt und einen Herausforderer, dann führt es zum Krieg. In 2/3 aller Fälle. Die interessante empirische Studie in der Harvard-Universität mal gezeigt haben. Da gibt es ein gutes Buch. Destined for War, Can America and China Avoid the Thukydides Trap? Ja? Das ist aber so, dass diese Thukydides-Falle, die wird nicht auf dem Schlachtfeld ausgetragen, die wird nicht in der Ukraine ausgetragen und die wird auch nicht in Gaza ausgetragen und auch nicht in Taiwan. Die wird auf dem Feld der Währung ausgetragen. Und zwar deswegen, weil die BRICS-Staaten, die sind der Herausforderer, die Amerikaner sind der Hegemon und die BRICS-Staaten sagen, euer Dollar ist ein Tributsystem.
weil ihr bezahlt mit eurem Dollar unsere ganzen Exporte, die wir euch liefern. Anschließend entwertet ihr den Inflationär und wir kriegen für den Dollar dann nichts mehr zum Einkaufen, wenn wir wieder was zurückhaben wollen. Das ist nichts anderes als ein Tributsystem. Das wollen die nicht mehr und das führt jetzt zur Konfrontation. Wenn wir uns also jetzt anschauen, was das bedeutet, was sind so die Hauptfelder unserer Politik, wo sie die Anmaßung ihres Wissens und die Arroganz ihrer Macht austobt, obwohl sie nichts Intelligentes damit anfangen können, aber sie müssen ja sich selbst beschäftigen. Da gibt es 4 Hauptfelder. Regulierung, ESG, Lieferketten und Energiewende, jedenfalls in Deutschland. Aber es ist fast überall ähnlich. Bei dem Thema Regulierung, das ist EU-getrieben in erster Linie. Die EU macht ihre Vorgaben und dann müssen alle anderen ihren Bürokratismus darüber legen. Ja? Das ist zum Beispiel sowas wie DSGVO, Lieferkettengesetz, Genehmigungsverfahren, Berichtswesen, Statistikwesen. Jetzt gibt es noch das gute Denunziationsgesetz in Deutschland, nennt sich Informantenschutzgesetz, glaube ich, oder so ähnlich. Ne? Das gute Denunziationsgesetz. Das hat uns noch gefehlt, ja, dass jedes Unternehmen muss eine Denunziationsstelle einrichten. Also das ist nicht sowas wie ein Whistleblower-Ding, sondern das ist wirklich sowas, wo man die Leute anschwärzen kann, ohne jede Konsequenz und ihnen irgendwie alles ans Bein schmieren kann, was gerade so einem einfällt. Also auch das Bürokratie, abgesehen davon, dass es natürlich Stasi ist. Das zweite ist das Thema ESG. ESG, wer von Ihnen kennt das? Darf ich mal fragen? Handzeichen? Das ist immer noch die Minderheit. ESG, Environmental Social Governance. Das heißt, in Zukunft wird die Bank, die Ihnen einen Kredit gibt als Unternehmer, die wird in Zukunft Sie raten. Das macht sie jetzt auch schon, aber im Moment fragt sie nach Ihrer Kreditwürdigkeit. Das heißt, Sie geben Ihre Bilanzzahlen an die Bank und Ihre Einkommenszahlen und Ihre Kosten und dann wird die Bank daraus ausrechnen, ob Sie kreditwürdig sind. In Zukunft wird dieses ergänzt, am Ende wahrscheinlich ersetzt, durch das ESG-Rating. Da werden Sie nicht mehr nach Ihrer Kreditwürdigkeit bewertet und die Frage beantwortet, ob Sie den Kredit kriegen und was er kostet, sondern da wird Ihre politische Botmäßigkeit bewertet. Also, wenn Sie mit Öl heizen oder mit Gasabzug, wenn Sie einen Hochofen aber mit einem Windrädchen betreiben, obwohl das gar nicht geht, Punkte. Wenn Sie ein Bild von Greta am Schlafzimmerspiegel hängen haben, Punkte. Wenn Sie morgens beim Betreten Ihres Büros 10-mal vernehmlich das Wort nachhaltig murmeln, Punkte. Wenn Sie einen Benziner fahren, Abzug. Ja? Wenn Sie aber trotz Durchfalls mit dem E-Auto zur Behörde fahren, Punkte. Ja? Also, wenn Sie eine bunte Regenbogenflagge vor das Unternehmen hängen, Punkte. Wenn Sie aber, ja, Sie sollten es nicht anderweitig beflaggen. Also lassen wir das. Ja? Dieses ESG-Rating wird also sowas wie ein chinesisches Social Scoring-Programm für Unternehmen sein, das in Zukunft darüber entscheidet, ob sie Kredite bekommen. Und das Ergebnis wird sein, dass gewaltige Mengen an Kapital in die falschen Verwendungen fließen werden, dass Greenwashing gemacht wird, dass schlechte Kredite entstehen und da wird die übernächste Finanzkrise vorprogrammiert mit diesem Schwachsinn. Dann das Thema Lieferketten. Die Lieferketten hat man im Zuge eines modernen Protektionismus total zerstört. Am Anfang war Covid. Ja, am Anfang war Covid, da hat man die Lieferketten aus Asien hat man durch die Lockdowns kaputt gemacht und immer noch nicht sind sie richtig repariert, denn wenn es anders wäre, dann würde die deutsche Automobilindustrie ja jetzt auf dem Vor-Covid-Niveau Autos produzieren. Das macht sie aber nicht. Die deutsche Automobilindustrie produziert heute 40-50% weniger Autos als vor 4 Jahren. Und das gilt übrigens für alle wesentlichen Industriezweige, die komplexe Dinge produzieren. Ja? Ob das Maschinenbau ist oder Flugzeuge. Und wenn man ihnen erzählt, die Wirtschaft wäre heute noch genauso groß wie vor 4 Jahren, angesichts dieser tatsächlich beobachtbaren, messbaren Produktionszahlen, dann wissen sie, dass das gelogen ist. Es ist gelogen. Ja? Das sind Statistiken, denen kann man nur vertrauen, wenn man sie selbst gefälscht hat. Dann die zweite Lieferkette, die man zerstört hat, ist die aus Osteuropa. Wir haben ja unbedingt den Russen den Energiekrieg erklären müssen. Ja? Also die Sache von vorhin, ne? Schießerei, Messer. Ja? Man geht nicht mit dem Messer zu einer Schießerei. Das endet normalerweise nicht günstig. Ja? Also das hätte mal jemand Herrn Scholz sagen müssen. Ja? Aber der konnte sich wahrscheinlich auch daran nicht mehr erinnern. Und das dritte ist die inländische Lieferkette, nämlich das sind die BASFs und Lindes dieser Welt. Das sind die, die Grundstoffe herstellen, von denen die gesamte übrige industrielle Produktion in Deutschland und auch übrigens in den umliegenden Ländern abhängt. Und dann kommt jetzt noch die Energiewende. Ja, die Energiewende sorgt dafür, dass die Produktion, die energieintensive Produktion in Deutschland nicht mehr bezahlbar ist. Übrigens auch bei Ihnen bald nicht mehr, weil die Deutschen, die fragen ja die Energie europaweit nach.
Die produzieren selbst keine mehr, fragen sie aber europaweit nach und treiben dadurch in ganz Europa die Energiepreise nach oben. In Tschechien gingen deswegen schon die ersten Unternehmen pleite, weil die Deutschen dort die Energiepreise so hochgetrieben haben durch ihre staatssubventionierte Nachfrage. Ja? Also auch das, die Frage ist, wie lange lassen sich das noch gefallen? Und schauen wir uns mal an, das ist eine Statistik von 2016 auf der linken Seite. Das ist die Kostenstruktur nach Energie für die einzelnen Branchen. Also Glas, Keramik, Baustoffe, Kunststoffe, Papier und Metall hatten damals 25% ihrer Gesamtkosten, waren Energiekosten. Und seitdem haben sich die Energiekosten, wie Sie hier rechts sehen können, verdreifacht. Und das bedeutet, die Gesamtkosten der Energie haben sich von 25 auf 75 erhöht, sodass wir jetzt eine Kostenbasis von 150 haben, nicht mehr von 100. Aber in den anderen Ländern haben sie das nicht getan. Das heißt, die gesamte energieintensive Industrie, auch die Chemie, Textil, wo es 10% über sind, wo es jetzt entsprechend auch 20% mehr ist, also plus 2 mal 10, ja, 20% in absoluten Zahlen der Gesamtkosten, das ist alles nicht mehr wettbewerbsfähig. Nichts davon kann sich halten. Deswegen haben wir jetzt diese Deindustrialisierung in Deutschland. Genau deswegen. Ja? Aber das ist etwas, was die Bundesregierung nicht kapieren kann. Und jetzt schauen wir uns die an, die Gelddruckorgie. Ja? Um Ihnen mal eine Vorstellung von den Dimensionen der europäischen Gelddruckorgie zu geben, seit der Euro gegründet wurde 1999. Damals haben wir angefangen mit 690 Milliarden Euro Bilanzvolumen in der EZB. 690 Milliarden. Das war auch das Geld, was da als Zentralbankgeld zur Verfügung stand. Ja, wenn man gerade gehört, die Zentralbank druckt es, dann verleiht es. In dem Moment, wo es verleiht, geht es in ihre Bilanz rein. Und umso größer die EZB-Bilanz ist, umso mehr Geld hat sie auch nach draußen verliehen. So einfach ist das. Also 690 Milliarden. Und dann kam die Dotcom-Bubble, da ist es dann mal auf 900 gestiegen. Dieser Anstieg um damals 50%, den sehen Sie hier in der Statistik kaum noch, schon flach gedrückt. Dann kam die Finanzkrise, dann die Eurokrise, dann kam Draghis Kampf gegen den Drachen der Deflation und dann kam der Corona-Lockdown. Und jedes Mal, können Sie hier sehen, war die Rettung doppelt so groß wie vorher. Erst waren es 250 Milliarden, dann 500, dann 1000, dann 2000, dann 4000. Jetzt im Moment ist die Geldmenge zurückgegangen auf 7 Billionen, also auf 7000 Milliarden, was immer noch eine Verzehnfachung der Geldmenge gegenüber von vor 25 Jahren ist. Ohne dass dem eine Verzehnfachung der Produktionsmenge gegenübersteht. Wir produzieren heute weniger als 1999, wie Sie gleich sehen werden. Wir produzieren weniger. Die Wirtschaft ist nicht gewachsen, aber wir haben 10-mal so viel Zentralbankgeld zur Verfügung, das hinter dieser geschrumpften Produktion herrennt und wundern uns darüber, dass das Geld weniger wert wird. Dann kam die Inflation. Und die rote Linie, die Sie hier sehen, ist die Inflation. Irgendwann mal vorletztes Jahr ist sie dann auf über 10% explodiert. Die Erzeugerpreisinflation übrigens ist damals auf 50% bzw. auf 45,8% explodiert. Ab 100% Erzeugerpreisinflation bricht übrigens hier unser Laden zusammen, weil dann die Unternehmen ihre Produktion nicht mehr kalkulieren können. Sie können nichts mehr einkaufen, produzieren und verkaufen, ohne das Risiko einzugehen, auf dem Weg von A nach B pleite zu gehen, weil die Preisvolatilität zu hoch ist. Das heißt, bei 100% Erzeugerpreisinflation ist Sense. Wir hatten schon mal 50, wir brauchen nicht mehr viel Störung im Gleichgewicht, um dahin zu kommen. Aber die Konsumentenpreisinflation war nur knapp über 10. Und diese ganzen anderen Linien, die da abgehen von der roten Linie, die die Inflation bezeichnet, sind übrigens die Inflationsprognosen der EZB gewesen. Ja, Inflationsprognosen der EZB auf Basis von Modellen der sogenannten Modern Monetary Theory. Das ist was, was Sie mit Fug und Recht ohne weiteres in der Pfeife rauchen können. Ja. Denn das ist ein keynesianisches Modellkonzept. Und wissen Sie, jede Wissenschaft hat ja ihr Stiefkind. Ne? Zum Beispiel die Medizin hat die Quacksalberei, ja? Die Astronomie hat die Astrologie, die Chemie hat die Alchemie und die Ökonomie hat den Keynesianismus. Ja? So einfach können Sie sich das merken. Wenn Sie, warum ist der Keynesianismus und warum ist die daraus abgeleitete Modern Monetary Theory so ein Quatsch? Das ist ganz einfach. Was passiert denn in der Ökonomie, meine Damen und Herren? Was ist ein ökonomischer Vorgang? Ein ökonomischer Vorgang ist, wenn Sie und ich miteinander in Handel treten. Ich verkaufe Ihnen ein Laib Brot für 3 Euro. Sie bekommen den Laib Brot, ich bekomme die 3 Euro. Warum machen wir das? Wir machen das deswegen, weil es für uns beide von Vorteil ist. Ich bekomme den Laib Brot, beziehungsweise ich habe ihn ja verkauft, Sie bekommen den Laib Brot. Also, einer bekommt den Laib Brot. Warum will er den haben? Weil es ihn am Leben erhält. Der andere bekommt die 3 Euro, weil mit 2 Euro kann er, weil er den Ofen hat und die Bäckerei, kann er einen neuen Laib Brot backen und 1 Euro kriegt er. Der bleibt für ihn zum Leben übrig. Er muss davon was leben. Das heißt also, beide stehen vorher besser als nachher. Das ist das Prinzip des ökonomischen Lebens.
Und wenn eine ökonomische Theorie nicht begreift, dass alles, was die Ökonomie ist, die freiwillige Transaktion zwischen Menschen ist, dann kann sie die Realität nicht abbilden. Weil in der keynesianischen Methode der ökonomischen Analyse existieren wir beide gar nicht. Uns gibt es nicht. Es gibt aber stattdessen große Blöcke. Es gibt den Staat, die Konsumenten, die Unternehmen, die Banken und das Ausland. Mehr gibt es nicht. Jetzt vielleicht noch die Außerirdischen, aber die sind noch nicht berücksichtigt. Ja? So, und zwischen diesen fließen gewaltige Mengen an Geld und in entgegengesetzter Richtung die Güter hin und her. Und dieser Fluss an Geld und Gütern, der wird sozusagen aggregiert, das ist das Bruttosozialprodukt aus der Sicht der Keynesianer. Und wie wird es vermehrt? Durch die Erhöhung des größten Fetisch, den die Ökonomie je hatte. Die Nachfrage, meine Damen und Herren. Wenn Sie einen Politiker darüber reden hören, dass die Nachfrage gestärkt werden müssen, dann wissen Sie, er ist ein Scharlatan. Ja? Ein Ökonom übrigens auch. Also schauen Sie diese Kurve da, als wir hier waren, als die Inflation dann so langsam deutlich anstieg und auf die ominöse 2%-Linie dann wieder zusteuerte, nachdem sie mal vorher kurz eingebrochen war, da stellte sich ein deutscher Ökonom namens Fratscher hin und sagte, da kommt keine Inflation. Kommt keine. Ja, wird nicht passieren. Ja. Und dann ein paar Tage später war sie dann da und hat gesagt, ne, die ist vorübergehend. Und dann hat sich nach kurzer Zeit erwiesen, dass sie nicht vorübergehend ist. Und dann hat gesagt, wenn sie nicht vorübergehend ist, dann ist sie gut. Dann ist sie gut. Warum? Weil dann ist sie grün. Das hat er dann aber nicht weiter gesagt, weil irgendwer muss ihm gesagt haben, dass es eine blöde Idee ist, den Leuten zu erklären, dass die Grünen dran schuld sind an der Inflation. Was er stimmt. Ja? Weil natürlich die Inflation nicht nur dadurch angetrieben wird, dass die Geldmenge explodiert ist, sondern auch dadurch angetrieben wird, dass die Gütermenge schrumpft. Und die Gütermenge schrumpft, weil wir die Energie so teuer gemacht haben, dass kein Mensch im Land mehr produziert. Ja? Es ist die Gütermenge relativ zur Geldmenge, die dazu führt, dass die Inflation steigt. Während als die Sache dann so richtig entgleist ist, dann hat sich der Silber hingestellt und gesagt, ja, die Inflation, die ist jetzt da, die ist auch nicht vorübergehend, grün ist er auch nicht, aber der Putin ist dran schuld. Der Putin, es ist die Putin-Flation. Putin-Flation, das ist also so schön alliterativ zusammenziehen, Putin-Flation, super Sache. Aber da hätte er mal besser am Tag vorher in die Zeitung geguckt und da hätte er nämlich gelesen, dass seine Chefchefin, die Frau Lagarde, am Tag vorher gesagt hat, nein, der Klimawandel ist dran schuld. Der Klimawandel ist schuld an der Inflation. Dann habe ich bei mir gedacht, wie kann das sein, weil wenn es wärmer wird, müssen wir doch weniger heizen, dann muss doch Heizen billiger werden. Ja? Aber ich habe das wahrscheinlich nicht durchdrungen. Das wäre ja ein Ding von Angebot und Nachfrage. Dann. Also, wie dem auch sei, dieses große Aggregat-Ding, ja, das kann nicht funktionieren, weil wir existieren da gar nicht. Das ist eine Scharlatanerie. Ja? Und jedes Mal, wenn dieses System nicht das tut, was es soll, werden kleine Stellschrauben eingebaut, wie man das dann irgendwie korrigieren könnte. Das ist so eine Art Epizyklentheorie, die wird niemals hinkommen. Aber wir haben ja, wie gesagt, einen tollen Sündenbock. Ja? So schaut mein Hund auch immer, wenn ich nach Hause komme, der am Sofa war. Ja? Der böse Russe war es, ja? Sagt mein Hund auch, der böse Russe war es, der Putin war es, oder der Klimawandel. Ja? In dem Zusammenhang, kurze Frage an Sie alle, wer von Ihnen glaubt, dass der böse Russe die Parkline gesprengt hat? So geht das nicht weiter. Da kommt demnächst jemand von der Bundesregierung vorbei und erklärt Ihnen, wie recht Sie sind, ja? Wenn Sie das leugnen. Ja? Das geht gar nicht. Ja? Aber es war doch jetzt die ukrainische Mannschaft mit dem Segelboot. Ja, das ist, das wird es gewesen sein, genau. Und dann kommt immer die Frage, ja, gerade bleibt jetzt die Bankenkrise. Ja? Hey, lassen Sie uns über die Bankenkrise reden. Also eine war schon da, die Leute haben es nicht gemerkt. Die war 2020 tatsächlich da. Was haben wir 2020 gesehen? Wir gehen noch mal ein kleines bisschen zurück. 2020 hat man die Geldmenge vervierfacht innerhalb von 12 bis 18 Monaten. Das ist das, was man gemacht hat. Und warum hat man das gemacht? Weil man alles gerettet hat, was nicht bei drei auf dem Baum war. Die Zombies, die Banken, jeden. Die Bankenkrise war da. Die Leute waren nur zu beschäftigt, damit festzustellen, dass man sie eingesperrt hat, um sie mitzukriegen. Ja? Aber natürlich hat diese Rettungsorgie die Bankenkrise nicht gelöst. Warum? Wir haben sie mit mehr Schulden gelöst. Wir haben mehr Benzin reingeschüttet und haben damit erstmal so getan, als hätten wir Wasser draufgeschüttet, haben wir aber nicht. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn jetzt? Und da ist die Antwort ganz einfach. Die Inflationsbekämpfung, die wir seit zwei Jahren sehen, die hohen Zinsen und die schrumpfende Geldmenge, die wir gerade auf diesem letzten Slide gesehen haben, die führen dazu, dass die Bankenkrise wieder neu aufgelegt wird, weil keine einzige der zugrunde liegenden Ungleichgewichte gelöst worden sind durch die Rettung. Nicht eine. Wir auch. Wenn ich einfach mehr Geld nachschieße, geben sie dem Junkie mehr Rauschgift, glauben sie dadurch wieder entwöhnt? Es wird einfach nicht passieren.
Ja? Das ist genauso wie die Behauptung beispielsweise, dass Sie einen Sportler mit einer Diät aus Fett und Zucker schlank machen können. Das geht nicht, das wird nicht passieren. So auch hier, und wir haben zwei gigantische Ungleichgewichte im Bankensystem, die so groß sind, dass die Banken global heute kein Eigenkapital mehr haben, egal was in der Bilanz drinsteht. Ich werde Ihnen das jetzt auch beweisen. Das erste ist die Zombifizierung der Kreditportfolien. Was hat 20 Jahre Null- und Negativzins bewirkt? Dass niemand mehr pleite geht. Unternehmen gehen normalerweise pleite, das ist was Normales. Da ich ja für 80% der Banken im deutschsprachigen Raum die Ratingsysteme gebaut habe, habe mit meinen Teams als Berater zwischen den Jahren 1998 und etwa 2015, weiß ich, dass aus dieser Arbeit weiß ich, dass ungefähr 1,5-2% aller Unternehmen jedes Jahr pleite machen. Das ist die natürliche Rate der kreativen Zerstörung nach Schumpeter, wenn Sie so wollen. Warum gehen die pleite? Weil sie ineffizient sind, weil sie zu teuer sind, weil die Qualität schlecht ist, weil sie nichts produzieren, was die Leute zu dem Preis bezahlen wollen, den sie verlangen, weil sie einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Oder weil sie sich einfach überlebt haben und das Produkt einfach nicht mehr nachgefragt wird. Und das ist normal. Und die müssen pleite gehen, damit die dort gebundenen Ressourcen freigesetzt werden, die Arbeit, das Kapital, das Talent von Menschen und sich in diesem großen wirtschaftlichen Geschehen da draußen neue, effizientere Beschäftigung suchen kann. Sowohl das Kapital als auch die Leute. Denn wenn ich die Leute binde und festhalte in einer Verwendung, die ineffizient und falsch ist, dann ist es auch falsch für die Menschen. Sie produzieren weniger, als sie produzieren könnten und sie werden im Grunde genommen geknechtet. Aber dieses System der Nullzinsen hat dafür gesorgt, dass man die ganzen Pleitekandidaten mit dem Nullzins am Leben erhalten hat. Der wirkt nämlich wie eine Subvention. Das bedeutet, wenn die keine Zinsen zahlen müssen, ist das das Gleiche, als wenn ich ihnen das Geld geben würde, um Zinsen zu bezahlen. Sie müssen ihre Kapitalkosten nicht mehr verdienen. Sie werden am Leben erhalten und das Ergebnis war, dass seit 2000 die Zahl der Pleiten pro Jahr von 1,5-2% in Europa gefallen ist auf 0,1% pro Jahr. Das heißt, wir haben jedes Jahr über 1% Pleiten aufgespart für die Zukunft. Und wenn man das 20 Jahre macht, dann ist es kein Wunder, dann kommen 20-25% aller Unternehmen zusammen, die in den letzten 20 Jahren hätte Pleiten machen sollen, es aber nicht getan haben, aber die Pleite machen, sobald sich die Bedingungen ändern, die dazu geführt haben, dass sie nicht Pleite machen. Das ist doch logisch. Also haben wir jetzt 20-25%, mindestens 20% der Unternehmen aufgespart als Zombies. Wahrscheinlich sind es mehr. Signa war einer davon. Sie glauben nicht, dass dieses Unternehmen sich mit Schulden so hätte vollsaugen können wie ein Schwamm bei was anderem als Nullzins? Das war genau der Motor, der das angetrieben hat. Und jetzt sind die Zinsen gestiegen auf 3-5% und das Unternehmen konnte das nicht mehr bezahlen und das Ganze fiel dann zusammen mit der Tatsache, dass die Immobilien, die sie hatten, nicht mehr ausreichend zu den Preisen, die sie haben wollten, nachgefragt worden sind. So einfach ist die Welt. Es war ein Zombie. Aber der Zombie, der wird erst sichtbar, wenn die Zinsen steigen. Ja? Oder wie es so schön heißt, erst wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo der Hund hingeschissen hat. Ja? Der Warren Buffett hat es vorhin immer ausgedrückt, der sagt immer, erst bei Ebbe merkt man, wer bei Flut nackt baden gegangen ist. Ja? So, jetzt ist Ebbe und der Schnee ist geschmolzen. Beides zugleich. Ja? So, das zweite ist die Überschuldungsblase und die daraus resultierende Anleihenblasenkollaps. Wir haben ja vorhin gehört, 235.000 Milliarden ist unser Schuldenbestand auf der Welt und 150.000 Milliarden davon sind Anleihen. So, was passiert wenn der Zins steigt? Da fällt der Wert der Anleihe. Das lässt sich ganz einfach erklären, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Anleihe gekauft für 1.000 Euro und vor ein paar Jahren und die hat also einen Zinssatz, den sie bezahlt kriegen, von 0,5%. Sie kriegen also 5 Euro Zinsen im Jahr und die hat jetzt noch eine Restlaufzeit von 10 Jahren. Sie kriegen also die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5 Euro Zinsen, dann kriegen sie ihre 1.000 Euro zurück, macht einen Gesamtcashflow von 5 mal 10 plus 1.000 macht 1.050 Euro. Jetzt steigt der Zins auf 5%. Und wenn Sie heute eine neue Anleihe kaufen, dann kriegen Sie auf diese neue Anleihe 50 Euro Zinsen pro Jahr. Das Ganze 10 Jahre lang macht 10 mal 50 macht 500 plus die 1.000 Euro zurück macht 1.050. Sie sehen, zwischen den beiden gibt es eine Cashflow-Differenz von 450 Euro. Wenn Sie also jetzt Ihre Altanleihe mit 0,5% verkaufen wollen, wird Ihnen die keiner mehr abnehmen, weil jeder sagt, wieso soll ich die denn nehmen? Da gibt es doch eine mit 5%. Also
werden Sie die Altanleihe anbieten zu einem Preis, der so weit niedriger ist, dass der Käufer dafür kompensiert wird, dass er die Zinsen nicht mehr kriegt auf Ihre Altanleihe. Das ist der Wertverlust, den Sie erleiden. Eigentlich 450 Euro, aber weil das Ganze noch abgezinst wird, bleiben nur 340 Euro übrig. Das heißt, die 10-jährige Anleihe, die verliert 340 Euro an Wert, wenn der Zins von 0,5 auf 5% steigt. Wenn die 340 Euro an Wert verliert, dann ist das Geld weg. Dann ist das, Sie kriegen das Geld, wenn Sie es am Markt verkaufen, kriegen Sie es einfach. Sie müssten eigentlich jetzt, wenn Sie eine Bank sind und auf dieser Anleihe sitzen, müssten Sie 340 Euro abschreiben, weil das Geld ja fort ist. Sie kriegen es ja nicht mehr. Aber das ist nicht das, was die Banken machen, meine Damen und Herren. Sondern die sagen, boah, wenn ich 10 Jahre warte, dann kriege ich ja die 1.000 Euro wieder. Also schreibe ich sie nicht ab. So was nämlich Bilanzbetrug. Weil wenn Sie nämlich heute die Altanleihe kaufen, 340 Euro weniger bezahlen, dürften Sie auch nicht auf 1.000 Euro hochschreiben mit der Begründung, dass Sie erst in 10 Jahren wieder verkaufen wollen. Ja, das wäre ja mal ein Trick, um Bilanzen zu schönen. Und das Ganze wird von der Bankaufsicht auch noch so gefordert. Warum? Weil sie wissen, dass die Gesamtverluste durch die Zinserhöhung, die auf dem globalen Anleihenportfolio jetzt lasten, 20 Billionen betragen. 20.000 Milliarden Gesamtverlust und davon sind sie ein Viertel bei den Banken. Also 5.000 Milliarden haben die Banken verloren. So war es übrigens auch bei der Silicon Valley Bank. Die Silicon Valley Bank hat Anleihen im Portfolio gehabt und hat ein Eigenkapital von 15 Milliarden Dollar gehabt und 18 Milliarden haben sie verloren. Aber sie sind nicht zum Konkursrichter gegangen und haben gesagt, wir haben kein Eigenkapital, wir müssen Pleite anmelden. Haben sie nicht gemacht. Sie sind zur Aufsicht gegangen, zur Bankaufsicht und gesagt, wir haben ein Problem, 18 Milliarden Dollar haben sich gerade in Luft aufgelöst, wir haben nur 15 Eigenkapital. Da hat die Aufsicht gesagt, nichts da. Dann ist kein. Gar nichts. Das ist, machen Sie, halten Sie es 10 Jahre lang fest, in 10 Jahren kriegen Sie es wieder. Und gar nichts wird abgeschrieben. Warum hat die Aufsicht das gemacht? So verrückt. Weil die Aufsicht genau weiß, wenn alle Banken das abschreiben, dann müssen alle Banken gerettet werden. Weil die Verluste nur aus diesem Phänomen betragen 5 Billionen. Die Banken haben aber nur 3,5 Billionen Eigenkapital in der westlichen Welt, Amerika und Europa zusammengenommen. Das heißt, die haben 1.500 Milliarden Euro mehr verloren, als sie überhaupt an Eigenkapital hatten. Die haben kein Eigenkapital mehr, die sind pleite. Das System ist pleite. Wenn Sie als Unternehmer eine Bilanzsumme von 1 Million haben und davon sind 300.000 Eigenkapital und Sie verlieren jetzt 500.000, dann sind Sie mit 200.000 unter Wasser, da wird Ihnen die Bank keinen Kredit mehr geben, sondern sagen, geh zum Konkursrichter. Aber wenn Sie eine Bank sind, dann ist das anders. Frei nach dem Satz von Utz-Jürgen Schneider, den kennt vielleicht noch der ein oder andere, Immobilienmagnat in Frankfurt in den 90er Jahren, hat eine spektakuläre Pleite hingelegt, fast so gut wie Herr Benko. Der hat mal folgenden Satz gesagt. Damals war er noch D-Mark, es war noch nicht Euro. Er hat gesagt, wenn Sie Ihrer Bank 500.000 Mark schulden, haben Sie ein Problem. Aber wenn Sie Ihrer Bank 500 Millionen Mark schulden, hat die Bank das Problem. Und wenn Sie 500 Milliarden schulden, dann hat der Staat das Problem. Ja, den habe ich jetzt ergänzt, der ist nicht von Jürgen Schneider. Also genauso ist es da auch. Die haben so viel Geld verloren, die wissen, wenn sie das jetzt ausgleichen müssen, dann ist es also achterbar. Und ich springe jetzt mal über diese beiden Seiten drüber, weil das habe ich ja inhaltlich gerade schon erklärt, auch die Zinserhöhung, wie das auf die Anleihen wirkt. Und dann stellt sich doch die Frage, wo kam eigentlich das Eigenkapital her, das die Banken haben? Also wir haben ja gerade festgestellt, sie haben nicht genug Eigenkapital, aber ausgewiesen hatten sie vor dieser Krise immerhin 3.500 Milliarden Euro. 3.500 mal 1 Milliarde, das ist auch viel Geld. Ja? Und angeblich war das doppelt so viel wie im Jahr 2007 vor der Finanzkrise. Und da stellt sich auch unser Bundeskanzler, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber wahrscheinlich tut er das, der stellt sich öfters mal vor die Kamera, zusammen mit dem Herrn Habeck und manchmal auch mit dem Herrn Lindner und dann erklären uns die, und vorher hat es die Frau Merkel auch gemacht, die Banken, die sind heute viel sicherer, denn die haben doppelt so viel Eigenkapital wie früher. Dafür haben wir Politiker gesorgt, dass die Banken doppelt so viel Eigenkapital haben wie früher. Ja, die Frage ist, wo kam es her, das Eigenkapital? Und es gibt, meine Damen und Herren, drei Quellen, wie ein Unternehmen sich Eigenkapital beschaffen kann. Für die, die hier im Raum sind, Unternehmer, sie kennen wahrscheinlich nur zwei davon, sie werden die dritte jetzt gleich lernen. Die erste ist, sie gehen zum Eigentümer, also zum Aktionär und sagen, die Aufsicht hat gesagt, wir brauchen mehr Eigenkapital, du musst nachschießen. Also bitte, Kapitalerhöhung, ich brauche Kapital. Wir haben 1.750 Milliarden haben wir an Eigenkapital, wir brauchen nochmal die gleiche Menge, bitte rück jetzt mal 1.750 mal 1 Milliarde rüber, damit wir unser Eigenkapital verdoppeln. Und dann wird der Aktionär sagen, ja, wenn ich das mache, wird es denn auch anständig verzinst? Dann wird die Bank sagen, nö.
Ja, warum denn nicht? Ja, da ist die Bank, oder ist die Zentralbank dran schuld, denn die hat den Zins auf Null gedrückt, deswegen verdienen wir kein Geld mehr, aber das ist ja nicht unsere Schuld. Und dann sagt der Aktionär, ja, meine auch nicht, aber ich gebe euch das Geld nicht, weil ich habe da eine andere Anlage, also, da habe ich im Silicon Valley was, die zahlen mir 20% Dividende, bei euch kriege ich Null. Der Fall ist klar, ihr kriegt kein Geld. Also ist nicht passiert. Die haben von den Aktionären kein Geld bekommen. Der eine oder andere hat mal ein paar Milliarden bei einem arabischen Staatsfonds angepumpt. Ja, das geht ja da manchmal, aber das war auch nicht so, das hat den Bock nicht fett gemacht. Die zweite Methode, sich Eigenkapital zu verschaffen, ist, die meisten Unternehmen so haben, vor allem der Mittelstand, machen sie Gewinne und behalten sie die ein. Also Gewinne machen, thesaurieren und den Überschuss nach Steuern in die Kapitalrücklagen stellen. So kann man auch die Eigenkapitaldecke vergrößern. Und da stellt sich die Frage, haben die Banken den Gewinn gemacht? Und die Antwort lautet, nicht genug. Und was ist mit dem Gewinn passiert, den sie gemacht haben? Ja, da waren erst mal die Boni dran. Na? Also aus der Quelle kam auch nichts. Also muss die dritte entscheidende Quelle her. Das ist die sogenannte Gemeine Feld-, Wald- und Wiesen-Luftbuchung. Ja? Die Gemeine Feld-, Wald- und Wiesen-Luftbuchung, die geht ganz einfach so. Wir haben ja gerade festgestellt, dass dank der Nullzinspolitik der Zentralbank niemand mehr pleite geht. Also die Pleiten sind gefallen von 1,5 bis 2% pro Jahr auf nur noch 0,1% pro Jahr. Mit anderen Worten, es gibt kein Kreditrisiko mehr. Niemand geht mehr pleite, wir verlieren also noch keine Kredite mehr. Wenn keine Kredite mehr verloren gehen können, weil es ja kein Kreditrisiko mehr gibt, das haben wir abgeschafft, ist das Ergebnis, dass wir die Rückstellungen für Kreditrisiken auflösen können. Die Rückstellungen für Kreditrisiken aufzulösen erzeugt bilanztechnisch Gewinne. Diese Gewinne kann ich dann versteuern, einbehalten und in die Rücklagen umbuchen. Und auf diese Weise haben wir alles aufgelöst und haben dadurch unser Eigenkapital verdoppelt. Wir haben gewissermaßen den Gurt aus dem Auto rausgebaut, damit wir doppelt so viel Gas in den Airbag pumpen konnten. Ja, das haben wir gemacht. Aber sicherer geworden sind wir dadurch nicht. Wir haben nicht mehr Puffer. Wir haben nur den Puffer umbenannt von Rückstellungen in Eigenkapital. Und wenn es jetzt knallt, schneidet es direkt ins Eigenkapital, damit es auch ja jeder sofort sieht. Also das Ganze war 1% der Bilanzsumme der Banken, 4% ihrer risikogewichteten Aktiva und 50% ihres gesamten Eigenkapitals haben wir auf diese Weise umgebucht und zu Eigenkapital erklärt. Vorher haben wir es noch versteuert, damit der Staat auch schon stillhält. So, dann stellt sich noch die Frage, was mit diesen ganzen Staatsverschuldungsorgien in Europa? Was passiert denn mit denen, wenn die Zinsen so hoch bleiben, wie sie gerade sind? Drittes Ungleichgewicht, aber nicht so groß wie die anderen beiden. Und wenn Sie wissen wollen, wie sich das verhält, dann gehen Sie auf die Webseite des Finanzministeriums der wunderschönen Republik Italien. Dort gibt es, mit Google Translator findet man das auch, dort gibt es eine Stelle, da finden Sie die Laufzeitenstruktur der italienischen Staatsverschuldung. Also wie viele Anleihen dieses Jahr fällig werden zur Refinanzierung, nächstes Jahr, übernächstes Jahr und so weiter. Und dann wissen Sie also, wann die Anleihen quasi umgestellt werden auf höhere Zinsen. Und so können Sie simulieren, wie sich die Zinslast des italienischen Staates in Abhängigkeit vom Zinsszenario entwickelt. Und wenn das Zinsszenario so bleibt, wie es ist, und die Zentralbank die Zinsen nicht senkt, dann muss der italienische Staat in wenigen Jahren 10% des Bruttosozialprodukts aufwenden für Zinszahlungen. Nicht 10% des Haushalts. 10% des Bruttosozialprodukts, meine Damen und Herren. Das ist was anderes. Und da werden Italiener mit folgendem Sprichlein kommen. Das kann ich Ihnen, den Trapattoni kann ich Ihnen jetzt schon zitieren. Das ist nicht der Deal, den wir gemacht haben, als wir in Euro gegangen sind. Der Deal war damals, die Deutschen bezahlen die Rechnung. Also werden die aussteigen aus dem Euro, es sei denn, die Zinsen werden gesenkt. Also sie können sich darauf verlassen, dass die platzenden Blasen, die Bankenkrise und die Italiener dafür sorgen werden, dass die Zinsen gesenkt werden. Und der Kampf gegen die Inflation aufgegeben wird. Also, ja, auch völlig logisch. Vor ein paar Monaten kam dann die Fed, hat zugegeben, dass 722 Banken kleine und große Silicon Valley Banken sind, nämlich ihr Eigenkapital verbrannt haben durch die Verluste auf die Unrealized Losses. Unrealized heißt erlitten, aber nicht verbucht. Ja? Erlitten, aber nicht verbucht. Das ist ein Verlust, ja, den ich habe, aber den ich in der Bilanz verstecke und einfach behaupte, er wäre nicht da. Und dieser freundliche Mensch, der Chef der größten Bank der Welt, muss ein sehr smarter Typ sein, sonst wäre das nicht geworden, Jamie Dimon, Chef von JP Morgan, der hat gesagt, die Banken sind von der Bankaufsicht nicht auf ein Szenario der schnellen Zinsänderung hin Stress getestet worden. Ja klar, die wollen das ja gar nicht wissen. Das will ich auch nicht wissen wollen, wenn ich die Aufsicht wäre. Aber zum Glück bin ich ja nicht die Aufsicht. So, jetzt zählen wir mal zusammen. Was kostet die Bankenrettung in Euroland? Die Amerikaner nochmal die gleiche Größenordnung übrigens. Zombie-Kredite 2 Billionen,
Anleihenverluste 1,5 bis 2 Billionen, Staatsanleihen, nur wenn nur 10% weg sind, sind schon 1,2 Billionen, es werden aber wahrscheinlich mehr. Bewertungsrisiko-Kreditratings, das heißt, die Rückstellungen für die Kreditrisiken müssen ja wieder gebildet werden, weil wir lernen ja demnächst, dass das Kreditrisiko noch existiert. Fragen Sie mal Signa, ja. Zählen wir zusammen 7 bis 8 Billionen Euro ohne das derivate Kreditrisiko. Was ist das derivate Kreditrisiko? Das ist dieses riesige Derivate-Portfolio, was unsere Großbanken so um den Globus schaufeln. Ja? Wo zwar alle sagen, netto ist das Risiko null, nur darf keiner ausfallen in dem Schema. Warum darf keiner ausfallen in dem Schema, ohne dass es brennt? Auch das ist relativ einfach erklärt. Stellen Sie sich vor, wir beide machen ein Geschäft miteinander. Der Kurs einer Aktie beträgt gerade 50 und ich verkaufe Ihnen jetzt eine Option, die Sie ausüben dürfen. Sie dürfen in einem Jahr diese Aktie von mir kaufen zu einem Kurs von 50. Wenn sie 100 wert ist, dann muss ich sie ihm trotzdem zu 50 verkaufen. Das heißt, ich erleide einen Verlust von 50 und Sie machen einen Gewinn von 50. Einverstanden? Soweit klar. Jetzt machen wir gleichzeitig ein zweites Geschäft. Nämlich, ich mache mit Ihnen ein Geschäft, das genau umgekehrt ist. Sie verkaufen mir die Option, dass Sie mir die Anleihe, die gleiche Aktie, auch zu 50 verkaufen, wie die, die ich Ihnen zu 50 verkauft habe. Das heißt, ich habe eigentlich netto null. Ja, ich hab mich bei Ihnen rückversichert. Ja? Jetzt knallt es irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, weil ich Kreditverlust erlitten habe, weil ich Anleiheverlust habe. Ich bin die Bank, ich falle also jetzt aus und jetzt steigt der Kurs auf 100. Nee, umgekehrt. Sie fallen aus. Sie fallen aus. Ich bleibe stehen. Sie sind die Bank, Sie fallen aus und jetzt steigt der Kurs auf 100. Bei Ihnen kann ich mich nicht mehr schadlos halten, aber er will trotzdem das Geld von mir. Also werde ich in dem Moment, obwohl ich mich rückversichert habe, die 50 verlieren. Und in dem System dieser Hunderten und Tausenden von Milliarden Euro Derivaten, die da um den Globus kreisen, ist die Grundannahme, dass keiner ausfällt. Wenn ein großer Derivate-Knotenpunkt in dem System ausfällt, dann wird es eine Kettenreaktion auslösen und einen Brand um den Globus schicken, den niemand vorausberechnen kann. Das ist wie wenn Sie in einem Haus mit kompliziert verlegten Kabeln irgendwo an irgendeinem Kabelkanal ein Feuer legen und dann zugucken, wann, wo, an irgendwelcher Stelle, in welchem Stockwerk der Rauch als nächstes aufsteigt. Das können Sie nicht prognostizieren, aber er wird aufsteigen. Ja? Das Risiko liegt irgendwo zwischen 0 und 200 Billionen. Keiner weiß es. Ich kann es auch nicht ausrechnen. Es gibt keine Daten davon. Ja, und jetzt trifft diese Krise, die absehbar ist, meine Damen und Herren. Weil die Ungleichgewichte sind ja da. Ich kann natürlich versuchen, mit Bilanzbetrug mich durchzumogeln. Aber wenn ich das schaffe, nehmen wir mal an, ich schaffe es, dann schleppe ich das bis zur nächsten Krise, die dann doppelt so groß ist. Wieder doppelt so groß. Also irgendwann fliegt uns das um die Ohren und dieses trifft dann auf diese freundlichen Herren hier. Das Bild kann ich sehr empfehlen. Es ist vom 29. September 2022 veröffentlicht, am 30. September 2022. Das ist die berühmte Doppelwumms-Pressekonferenz von Kanzler, Respektskanzler, Erinnerungskanzler Scholz. Und wissen Sie, zwei Dinge sind mir an dem Bild aufgefallen. Das eine, Sie müssen sich die Gesichter anschauen, insbesondere der beiden Herren rechts und links. Da strahlt sie die Zuversicht an. Oder? Ja. Also ich habe noch nie so viel Zuversicht in zwei Gesichtern gesehen. Ja, das ist also, wie soll ich sagen, das Leiden in Flaschen abgefüllt. Ja. Und das Zweite, was auch eine bemerkenswerte Beobachtung über den Geisteszustand unserer Bundesregierung ist, ist, dass diese beiden Herren spektakuläre 1,50 Meter Corona-Abstand zum Bildschirm halten. Ja? Kann man sich nicht einfallen lassen, oder? Kann man sich nicht ausdenken. Also das sind die zwei Beobachtungen. Und der 200-Milliarden-Schirm ist uns ja mittlerweile um die Ohren geflogen, weil wir dürften ja die Corona-Hilfen nicht auf Klima umwidmen. Ja, das war der Grund, warum der 200-Milliarden-Schirm uns um die Ohren geflogen ist. Der existiert in Wahrheit gar nicht mehr. Also man hat den Bürgern jetzt gesagt, es tut uns leid. Also wir sind ja nicht dran schuld, das Bundesverfassungsgericht ist dran schuld. Die haben ja gesagt, wir dürfen das nicht, weil es war ja illegal. Und jetzt habt ihr das Problem an der Backe. Also ihr kriegt da, wird jetzt also mit den Energiehilfen, das haben wir nicht so gemeint. Ja? Also jetzt muss Otto Normalverbraucher das selber bezahlen. Und gleichzeitig erhöhen wir die Steuern um 60 Milliarden, weil es ja so schön ist. Ja? Also auf diese politische Klasse trifft diese Krise und gerettet werden muss. Und da gibt es genau einen Weg, den Sie retten können. Sie brauchen auf beiden Seiten des Atlantiks ungefähr 8 Billionen und Sie brauchen es frisch gedruckt auf den Tisch. Und wer kann die zur Verfügung stellen? Sie nicht, ich nicht, aber die Zentralbank. Die kann es drucken und sie wird diesen Kredit an die Staaten geben.
und wird damit die Zentralbankgeldmenge grosso modo wieder verdoppeln, wie sie es schon öfters gemacht hat. Und dann landen wir so bei 14, 15, 16 Billionen Euro Zentralbankgeldmenge. Das ist dann der nächste aufgelockt zum nächsten Inflationsschub. Und wenn der nächste Inflationsschub kommt, dann wird genau das passieren, was seit 2 Jahren ohne Unterbrechung passiert, nämlich der weitere Absturz der verfügbaren Einkommen in Europa. Ja? Österreich übrigens keine Ausnahme. Nicht ganz so schlimm wie die Deutschen, aber Österreich genauso. Also von dem Höhepunkt ganz da oben bis da runter sind es schlappe 15%, aber ich muss diese Statistik mal updaten. Mittlerweile sind es 20 und es geht weiter, es wird auch weitergehen. Egal, auf welchem Weg sich diese Krise entfaltet, dieser Absturz geht senkrecht runter. Und jetzt kommt noch eine andere interessante Beobachtung, wenn Sie da machen. Wenn Sie sich mal die Länge dieser Statistik anschauen. Diese Statistik zeigt die Entwicklung der real verfügbaren Einkommen der Durchschnittsbürger in Europa. Und was beobachten wir da seit 1999, als die EZB gegründet wurde? Kein Wachstum. Null. Kein einziger Zentimeter Wachstum, kein einziger Zentimeter Wohlstandsgewinn in 25 Jahren, meine Damen und Herren. Und all die 25 Jahre erzählt man uns, dass man mit Rettung und mit keynesianischer Wirtschaftspolitik und mit Gelddrucken und mit Politik und Wirtschaftspolitik, mit Regulierung, mit Klimaschmonzes und sonst was irgendwie irgendwen reicher machen würde. Alle anderen, nur uns nicht. Das ist das Ergebnis. Also kein Wohlstand geschaffen, 25 Jahre, und jetzt stürzt er ab. Und er stürzt schneller ab als zu Beginn der großen Depression 1929-30. Und 1929-30 waren ähnliche Mechanismen am Werk. Die Leute sagen immer, da hätte der Markt, die Marktwirtschaft und der Kapitalismus versagt. Meine Damen und Herren, das ist eine Lüge. Gar nichts hat da versagt, außer der Geldpolitik. Was hat man nämlich gemacht? Man hat in den 20er Jahren schon mal einen Papiergeldstandard für kurze Zeit eingeführt. Im Zuge des Ersten Weltkrieges hat man den Papiergeldstandard eingeführt und in den 20er Jahren hat man anständig Geld gedruckt. Das waren die Roaring Twenties. Und mit diesem anständig gedruckten Geld hat man Blasen aufgepumpt, vor allen Dingen Aktien und Immobilien. Und dann kam es zum Schwur und diese Blasen sind geplatzt. Und als die Blasen geplatzt sind, ist die Geldmenge kollabiert. Das ist das, was passiert. Das hat mit Kapitalismus und Marktwirtschaft überhaupt nichts zu tun gehabt. Es war die Geldpolitik, die das Ganze angeschoben hat. Und zwar allein. Und anschließend kam er mit dem New Deal und hat neue Steuern eingeführt, die Staatsquote erhöht und den ganzen sozialistischen Müll eingeführt, der aus dieser großen Rezession die große Depression gemacht hat. Entschuldigung. Und heute stürzt es schneller ab als damals. Und es wird nicht aufhören, bevor es auf dem gleichen Niveau angelangt ist wie damals. Damals hat es bei minus 42% geendet. Da haben sich die Einkommen halbiert. Ich gehe davon aus, dass sie das diesmal auch tun werden. Das sind die Mechanismen, die am Werk sind. Und ausgerechnet in dieser Situation kommt jetzt der US-Dollar ins Wanken. Was passiert da eigentlich genau? Bis 1971, also nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man sich dann darauf verständigt, dass dieses Papiergeldding eine blöde Idee war. Und hat gesagt, wir führen den Goldstandard wieder ein. 1947 in Bretton Woods hat man das gemacht. Und weil aber die Europäer kein Gold mehr hatten, denn die Amerikaner haben sich für ihre Waffenlieferungen in Gold bezahlen lassen und ihnen sonst gar nichts, hatten die Amerikaner das ganze Gold. Also sind die Amerikaner hergegangen und gesagt, okay, wir machen eine Goldbinde des Dollars, 35 Dollar sind eine Unze Gold, 31,101 Gramm, und alle anderen Währungen werden mit festen Wechselkursen an den Dollar gebunden und damit sind sie indirekt ans Gold gekoppelt. Und mit dieser Goldkopplung war verbunden die Tatsache, dass man nicht beliebig viel Geld drucken konnte, das war nicht machbar. Das heißt, man hatte eine Begrenzung der Möglichkeit, einfach Geld zu drucken. Bis 1971, da ist was passiert, haben die Amerikaner ihre Verhältnisse gelebt, die haben zu viel Rüstung gemacht, zu viel Sozialprogramm, Mondprogramm, Vietnamkrieg, Koreakrieg, alles hat Geld gekostet. Und alles hat die Amerikaner in die Schulden getrieben und dann haben sie mehr Geld gedruckt, als sie Gold hatten, haben ein Defizit produziert, die anderen haben sich dann mit den Dollars, die sie verdient haben, ihr Gold in Amerika abgeholt. Daher kamen die 3.400 Tonnen Goldvorrat der Bundesbank unter anderem. Ja, auch der Goldvorrat der Österreichischen Nationalbank kommt aus der Zeit. Und auch der Briten und Franzosen und Italiener, wobei die Briten, die haben jetzt nicht mehr so viel. Da hat der Gordon Brown, dieser Dummkopf, hat die Goldvorräte verkauft vor etlichen Jahren. Und dann war 1971 die Situation die, dass der amerikanische Goldschatz in den Jahren seit 1947 von 22.000 Tonnen auf 8.000 Tonnen geschrumpft war
Und die Handelspartner der USA hatten schon wieder so viele Dollars angespart, dass sie auch die restlichen 8000 Tonnen hätten abholen können. Und dann hat Präsident Nixon gesagt, ich gebe doch den Deutschen mein Gold nicht, die habe ich doch gerade im Krieg besiegt. Und den Franzosen auch nicht, weil den General de Gaulle, den kann ich eh nicht ausstehen, diesen Franzosen. Und die Briten, die brauchen kein Gold, die sind eh sowas wie ein Anhängsel von uns. Also hat er am 15. August 1971 eine Rede gehalten und gesagt, ab sofort gibt es für Dollars kein Gold mehr. Und ab da konnten die Amerikaner drucken. Und das haben sie gemacht. Und alle anderen mussten sich darauf einlassen, denn sie saßen auf Bergen von Dollars, die sie nicht mehr in Gold eintauschen konnten. Und wenn sie protestiert hätten, wären diese Dollars wertlos geworden. Und sie hätten auch alle zugeben müssen, dass sie pleite sind. Also haben sie es nicht gemacht und haben akzeptiert, dass die Amerikaner weiterhin Weltleitwährung waren, dass der ganze Welthandel in Dollars abgewickelt wird und dass ihre Exporte, die sie nach Amerika liefern, auch alle in Dollars bezahlt werden. Wie bisher. Und das Ergebnis war, dass die Amerikaner immer mehr Defizite aufgetürmt haben und die mit frisch gedruckten Dollars bezahlt haben, die sie anschließend entwertet haben. Und dann gab es ein interessantes Phänomen. Dieses Phänomen sehen Sie an ein paar Statistiken. Erstens, das Handels- bzw. Leistungsbilanzdefizit der Amerikaner. Was unterscheidet Handels- und Leistungsbilanz? Die Leistungsbilanz ist die Handelsbilanz plus die Dienstleistung. Also wenn Sie zum Beispiel ein Defizit in der Handelsbilanz haben, aber in den Dienstleistungen positiv sind, dann können Sie es ausgleichen. Und die Amerikaner haben in der Regel einen positiven Dienstleistungssaldo durch die ganze Software- und Computerindustrie, aber sie haben einen negativen Handelsbilanz, sodass die Leistungsbilanz insgesamt die entscheidende Größe ist. Das ist die Leistungsbilanz der USA. Das Defizit an der Leistungsbilanz ist seit 1971 immer nur angestiegen, zuletzt ungefähr eine Billion im Jahr. 1000 Milliarden. Kumuliert waren es in den letzten 50 Jahren 15,2 Billionen bis Ende 2022. Die 23er Zahlen habe ich noch nicht. Also 15,2 Billionen aufkumuliertes Leistungsbilanzdefizit. Und wenn Sie jetzt diese 15,2 Billionen, diese Kurve hier, die zeigt sozusagen den Sparstrumpf der nicht-amerikanischen Länder in Dollars. Umso höher das ist, umso mehr haben die anderen Länder an Dollars angespart. Und wenn der Dollar an Wert verliert durch Inflation, dann wird der Verlust umso größer, je höher die Inflation, je höher der angesparte Sparstrumpf ist. Der US-Dollar hat aber an Kaufkraft verloren im Laufe der Zeit, nämlich über 90%. Und das Ergebnis war, dass das Gold explodiert ist im Preis. Von damals 35 Dollar auf jetzt gestern 2045,57 Dollar. Das entspricht einer Steigerung von 5.744% und einer jährlichen Verzinsung im Schnitt von 8,1%. Gold schlägt damit sowohl Aktien als auch Immobilien über den 50-Jahres-Zeithorizont bei weitem. Und das hier, das sind die Verluste, die die Handelspartner der USA erlitten haben, weil sie auf Dollars sitzen und nicht auf Gold. Jedes Jahr wurden die größer und die letzten zwei Jahre, wo wir Zahlen dazu haben, nämlich 2021 und 2022, roundabout 1 Billion Dollar. Das ist das, was an Tribut quasi an die USA entrichtet wird in dem System. Das heißt, die USA bekommen Waren im Wert von 1 Billion mehr geliefert, als sie liefern müssen, um das wieder auszugleichen. Pro Jahr. Das ist ein Tributsystem nach römischem Muster und die aufakkumulierte Tribut in den letzten 50 Jahren beträgt 6,2 Billionen bis Ende 2022, also 6.200 Milliarden. Und dann gibt es natürlich Länder, die finden das blöd. Und das sind die BRICS-Staaten. Und deswegen sagen die BRICS-Staaten, das wollen wir nicht mehr. Die BRICS-Staaten sagen nämlich, wenn wir den Goldstandard wieder hätten, dann würde sich kein Defizit auf Dauer halten können. Und das stimmt auch. Warum ist das so? Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Länder, Land A und B. Und Land A exportiert mehr als Land B. Es gibt also einen Nettoexport von Land A nach Land B. Und Land B muss diesen Nettoexport in Gold bezahlen. Das Ergebnis ist, dass die Goldmenge in Land A steigt und in Land B fällt. Wenn die Goldmenge steigt in Land A, dann ist das inflationär, die Nachfrage steigt und das saugt mehr Importe ins Land rein, weil die Nachfrage steigt. Im Land B ist es deflationär, die Nachfrage fällt und es gibt weniger Importe und mehr Exporte. Das heißt, diese kommunizierenden Röhren sorgen dafür, dass es automatisch dazu kommt, dass es kein Defizit gibt. Es gibt im Goldstandard kein langfristiges Defizit in der Handels- und Leistungsbilanz. Punkt. Ende. Das heißt, es wird auch keine Enteignung mehr stattfinden und kein Tribut. Und deswegen wollen die BRICS-Staaten jetzt eine goldgedeckte Handelswährung einführen. Und die BRICS-Staaten können das auch, weil die BRICS-Staaten haben gegenüber uns, dem Westen, und da sind die Europäer nur der Wurmfortsatz der Amerikaner, einen Handelsbilanzüberschuss pro Jahr von 1 Billion. Das heißt, wenn die sagen, ihr müsst jetzt den Überschuss in Gold bezahlen, dann haben wir gar keine Chance, wir können gar nicht verweigern, weil sonst kriegen wir die Ware einfach nicht. Wir kriegen die Rohstoffe nicht, die Chips nicht, die ganzen schönen Dinge, die die Chinesen, die Russen und sonst wer produzieren für uns.
also werden wir bezahlen müssen in Gold. Aber eine Billion, meine Damen und Herren, sind zum aktuellen Preis 16.000 Tonnen. Der Weltgoldbestand beträgt aktuell 210.000 Tonnen. Der Goldvorrat der Zentralbanken, der Europäer und der Amerikaner zusammen beträgt 23.000 Tonnen. Also wenn Sie 16.000 Tonnen pro Jahr für Ihr Defizit aufwenden, ist nach spätestens anderthalb Jahren Schicht im Schacht. Das Defizit geht so oder so. Auf eine von beiden Weisen. Und die amerikanische Hegemonie, und das ist jetzt die Frage der Thukydides-Falle, die ruht auf fünf Säulen, nämlich auf der Währungsdominanz, also auf der Leitwährung, weil ihnen das diesen Tribut verschafft. Mit diesem Tribut finanzieren sie zwei Dinge. Das größte Militär der Welt, Amerika gibt mehr Geld für Militär aus als jede andere Nation, zusammengenommen. Und die Signal Intelligence, das was Edward Snowden uns gesagt hat. Die ganze Welt wird abgehört, die Amerikaner haben den Informationsvorsprung. Und dann gibt es noch darunter als Skalierungsbeilage, Englisch als Weltsprache und das angelsächsische Gesetz und London und New York als Gerichtsstand für 95% aller Welthandelsverträge. Diese Dinge sind untereinander klar verknüpft, wie Sie hier sehen können. Und wenn Sie aber jetzt die Weltleitwährung Dollar da rausziehen und wieder Gold einführen, dann bricht dieses ganze System zusammen. Und deswegen wird diese Auseinandersetzung nicht auf dem Schlachtfeld geführt. Sie wird auf den Finanzmärkten geführt, auf den Währungsmärkten und auf der Frage, gelingt es den BRICS, eine Goldwährung durchzusetzen oder nicht? Das ist die einzige entscheidende Schlacht um die Vorherrschaft auf diesem Planeten, meine Damen und Herren. Das ist das, was passiert. Und wenn Sie sich jetzt mal fragen, wie reagiere ich darauf? Was können Sie tun, auch für sich persönlich? Sie haben zwei Schlachtfelder, wenn Sie so wollen. Die eine, die wird gerade in Deutschland von den Bauern ausgetragen, ist das politische Schlachtfeld, diesen Schwachsinn zu beenden. Und die andere ist, sich vorzubereiten und vernünftig zu investieren, damit man sie nicht komplett enteignet auf dem Wege von A nach B. Vor 5 oder 6 Jahren habe ich dieses Musterportfolio mal aufgeschrieben und seitdem habe ich es nicht verändert. Das ist nämlich ziemlich gut gefahren und fährt immer noch gut. 20% Edelmetalle, bei mir sind es aktuell 35, aber das dürfen Sie ohne Probleme als Berufskrankheit abtun. 20% Cash in Nicht-Euro-Währungen in Form von extrem kurz laufenden Anleihen. 5% in Eurocash, weil Sie Ihre Rechnung bezahlen müssen, aber rechnen Sie nicht damit, dass Sie das Geld retten können, wenn es knallt. 20% in antizyklischen, resilienten Aktien international gestreut. Was gehört da rein? Lebensmittel, weil die Leute immer essen müssen. Pharmazeutika, weil sie immer krank werden, aber keine Impfpharmazeutika, also nicht Pfizer und Co. Da können Sie sich die Finger verbrennen, sowas wollen Sie als Risiko nicht im Portfolio haben. Dann das Thema Rüstung, habe ich auch schon vor 6 Jahren empfohlen. Warum? Weil diese Situation natürlich zu Spannungen führt. Und Spannungen bedeuten bewaffnete Auseinandersetzung. Bewaffnete Auseinandersetzung bedeutet, dass die Rüstungsindustrie boomt. Tut sie ja auch seitdem. Goldminen, Entertainment, weil die Leute abgelenkt werden wollen, wenn die Zeiten schlecht sind. Und Big Tech. Also, und zwar einfach deswegen, weil die Googles und Apples dieser Welt so ein breites Technologieportfolio haben, dass egal was da draußen passiert, die immer was aus der Schublade ziehen können, sagen, wir haben was Passendes. Und Brown Energy, das, was da unten rot steht. Was ist Brown Energy? Das ist alles, was Greta hasst. Ja? Alles, was Greta hasst. Öl, Kohle, Gas, Uran. Uran hasst es jetzt angeblich nicht mehr. Ich muss fast drüber nachdenken, ob es drin bleiben darf. Aber alles, was im Prinzip unterinvestiert wird, durch die Klimapolitik unserer verrückten Politiker. Ja? Überall, wo sie aussteigen, da müssen sie investieren. Und zwar deswegen, weil dort zu wenig investiert wird. Das heißt, es wird ein Unterangebot geben, das auf eine steigende Nachfrage trifft. Damit steigen die Preise, steigen die Margen, steigen die Gewinne, steigen die Aktienkurse. Während alles, was gefördert wird und subventioniert wird, mit Windrädchen und Solarzellen und Elektroautos, da müssen sie rausgehen, weil dort wird zu viel investiert. Es wird überinvestiert, damit fallen die Preise, fallen die Gewinne und fallen die Aktienkurse. Und wenn Sie sich anschauen, was die Aktienkurse zum Beispiel unserer fehlgeleiteten Automobilindustrie so zurzeit machen, dann wissen Sie Bescheid. Und der Rest, den stecken Sie in eine selbstgenutzte Immobilie mit möglichst geringer Verschuldung. Warum möglichst geringe Verschuldung, wo doch von Inflation die Rede ist? Weil ich Ihnen nicht sagen kann, auf welcher Seite der Rasierklinge wir runterfallen. Es kann die Hyperinflation sein oder es kann die depressive Deflation sein. Weil das Ding hin und her oszilliert wie so ein Gummiball. Wenn wir zu viel Inflation haben, dann öffnen Sie die Zinsschleuse sozusagen. Also wenn der Zins erhöht und es wird restriktiv gemacht und dann wird die Bankenkrise wieder hervorgeholt. Und wenn wir in Richtung Bankenkrise marschieren, dann werden sie wieder Geld drucken. Aber irgendwann werden sie darunter fallen, weil sie hopsen sozusagen von einer Seite der Rasierklinge auf die andere. Und wenn jemand auf dem Drahtseil zwischen zwei Wolkenkratzern balanciert,
dann geben Sie nicht so viele Wetten drauf ab, dass der sich da oben hält, wenn er ständig auf einer anderen Seite runterzufallen droht. So ist es da. Irgendwo wird er runterfallen. Ich weiß aber nicht, ob es die Deflation oder Inflation ist. Niemand weiß das. Wenn es die Deflation sind, ist Schulden was ganz Schlechtes, weil die Schulden dann im Wert steigen, während die Immobilie weniger wert wird. Und das ist schlecht. Also verschulden Sie sich nicht, gehen Sie nicht das Risiko ein, nur um darauf zu sagen, auf die Inflation zu spekulieren. Das ist falsch. Dann die Frage Krypto. Allgemein bekannt, dass ich schizophren bin, was Kryptos angeht, weil ich einerseits die Innovation bewundere und hoffe, dass es sich durchsetzt. Warum hoffe ich das? Weil die den Zentralbanken das Leben schwerer macht und alles, was dem Teufel das Leben schwerer macht, ist gut. Aber ich bin skeptisch, weil Kryptowährungen haben ihre Bewährungsprobe noch vor sich, die das Gold seit 5000 Jahren bestanden hat. Ja? Kryptowährungen können Sie nicht ausgeben, wenn es zur Krise kommt und Sie keinen Strom haben oder kein Internet. In so einer Situation habe ich doch lieber eine Goldmünze in der Hosentasche als einen Stick mit einem Code. Ja, das ist es so im Wesentlichen. Das ist das, wohin wir zurückkehren werden. Diese Münze, 2700 Jahre alt, meine Damen und Herren, da lohnt sich das Hinschauen. Es ist nämlich wirklich ein Kunstwerk, glaube ich. Also wird es im 7. Jahrhundert vor Christus geprägt von König Krösus, dem Krösus, den Sie alle kennen. König Krösus ist deswegen so bekannt, weil er das Ding erfunden hat. Das war die erste Goldmünze in der Geschichte der Menschheit. Und da gibt es nicht mehr so viele davon, kann ich Ihnen garantieren, die hat ihren Wert behalten. Ja? 11,2 Gramm Gold. Und das ist genau das, wohin wir zurückkommen. Der Goldstandard. Und Sie können dann wählen, ob Sie Goldmünzen in der Hosentasche haben oder ob Sie ein Golddepot haben und dann elektronisch mit dem Golddepot bezahlen oder ob Sie Geldscheine haben, die Sie verbrieftes Recht in Goldmünzen umtauschen können oder ob Sie alles drei haben. Ja, oder ob Sie dem System nie mehr trauen und deswegen überhaupt nur noch Goldmünzen haben. All das, die Freiheit müssen Sie haben, die müssen Sie sich nehmen. Dahin kommen wir zurück. Und dann passiert das, was ein jüngst verstorbener deutscher Politiker mal gesagt hat, mit dem System, in dem wir jetzt noch leben, ist over. Ja, ist over. Also dieses breite Schwäbisch von Herrn Schäuble, ist over. Das ist also das Ende auch meines Vortrags, womit ich Ihnen herzlich danke für Ihre Geduld, die Sie mit mir bewiesen haben. Und Ihnen guten Erfolg wünsche bei zwei Dingen, beim Investieren und beim Erhalten Ihrer Freiheit oder bei der Verteidigung derselben. Vielen Dank. So eine Bücherwand. Ich setze mich jetzt da vorne hin und signiere und anschließend stehe ich auch gerne nochmal für eine Frage-Antwort-Runde hier auf der Bühne zur Verfügung. Und in der Zwischenzeit können wir einfach so eine kleine, sagen wir mal, 20-30-minütige Pause machen. Aber ich beantworte natürlich auch gerne Fragen schon beim Signieren, wenn Sie möchten. Vielen Dank. Bis gleich. Das ist ganz einfach. Ich nehme es, kein Problem. Herzlichen Dank, gerne. Große Bücherauswahl. Ich war noch schneller. Deswegen bin ich mit zu einer Zeit unterwegs, wo ich das normalerweise nicht mache. Und welche Verhandlungen? Roman, ich glaube, du hast schon wieder deine Die Schätze. Leute haben Hemmungen, die trauen sich bei Götli zugreifen. Das sind anständige Zogene. Nachdem ich das Götli schon kenne, hätte ich gesagt, hat es wenig. Ja, in Deutschland waren beim Ernst Wolf, habe ich alle Sackerl ausbestückt. Ne? Okay. Das war richtig lustig. Aber die haben wirklich geglaubt, da liegt der 20er drin. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, er hat mir gesagt, dass er es bestellt hat und ist gestern, war es gestern? Nein, am Samstag. Am Samstag bin ich mir bei ihm angesessen und sagt er, man kannst mir den klar machen, ich habe mir noch Zigaretten gekauft und ich habe mir doch der braucht halt jetzt Münzen und ich habe da natürlich jetzt auch nicht dran. Ich habe den so, wie er ist, ich bin da drauf reingefallen. Obwohl er vorgewarnt war, mehrmals. Nein, aber ich meine, er schaut ja so, ich meine, es ist ja wirklich gut gemacht. Ja,
hat einmal richtig zerknüllt und aber die Ecken eingefüllt. Da waren ein paar hundert Sackerl, weil das war ein richtig großer Vortrag. Und da waren überall in jedem Sackerl, erstens einmal ist die Farbe schon gesticht, ne? Und dann war überall ein 20er und teilweise sogar ein 50er drin. Und dann sind sie gestimmt, meine Mama. Und haben sie geschaut, schickt er das eh nicht, da liegt ja ein 20er drin. Und er redet zu mir, so liebt der Olaf Scholz. Da liegt ein 20er drin. Ja, und da haben wir uns enttäuscht. Wir sind, ja. Da kommt nein, das Schamgefühl. Die haben dann eh reingeschaut, nicht am Platz oder wie auch immer. Na, ich hätte ja gesagt, wenn sie es mitnehmen, so, ja, nimm mit, was der Glückbücher verkauft, passt schon. Nein, nicht meiner hat wer andere verloren, nimm mit. Das ist dann spätestens daheim zum Mai so schon, die hätten mich gefreut, weil für 20 Euro kriegst du halt schon wieder fast 4 Liter Sprit und das einmal. Ja? So, voll bepackt mit guten Sachen. Nachdem wir uns als Presse akkreditiert haben und somit ein bisschen um den normalen Eintritt gekommen sind, weil wir ja quasi diesen Vortrag dokumentieren, hätte ich einfach mal gesagt, haben wir das Ganze in Literatur, sind auch wirklich Bücher drin, festgehalten und investiert. Ja, spätestens nach dem Vortrag, den wir heute hier festhalten und hören durften, ist ja einmal mehr klar, dass das bedruckte Papier eh nichts wert ist, also kann man es auch ruhig ausgeben, um anderes bedrucktes Papier zu kaufen, um den Geist rege zu halten, vielleicht noch ein, zwei neue Erkenntnisse dazu zu gewinnen und ja, wirtschaftlich weiter fortzubestehen. Draußen ist es im verbenedeiten Österreich nicht heller und nicht wärmer geworden. Das ist der Jahreszeit geschuldet. Erstaunlicherweise gibt es ja auch im Jahr 2024 tatsächlich im Jänner noch einen Winter. Wer hätte das gedacht? Wir werden jetzt nach Salzburg zurückfahren, werden hiermit für den heutigen Tag aussteigen, werden uns ein paar Stunden, nachdem wir ohnehin wenig Schlaf hatten, aufs Ohr hauen und damit meine ich nicht den hier. Und ja, dann werden wir morgen früh am Tag bereits wieder im Auftrag von Krypto TV für euch unterwegs sein und das werdet ihr dann in den nächsten Tagen sehen, um was es da geht. Ich bin damit jetzt raus. Wünsche, was wünsche ich denn? Unglaublich viel Spaß beim, was er hat, Superwahljahr 2024 und den tollen Veränderungen, die passieren werden. Klingt ja utopisch. Oder eben auch nicht. Wie gesagt, Generalstreik heute, ja. Egal. Nach Hause, ins Warme, ins Bett. Tiefe Garage, mit der Hügelachter.